Geisterjäger John Sinclair, Band 1725. Hängt die Hexe höher? Wie kann man nur so dämlich sein und seine Handtasche auf dem Friedhof vergessen? Absolut unterirdisch, würde ihr Enkel jetzt gesagt haben. Clara Duffin war die Oma. Noch keine 70, war gut dabei, stand voll im Leben und jetzt das: Handtasche vergessen. Darin befand sich der Schlüssel zu ihrer Wohnung. Sie musste wieder zurück zum Friedhof, wo die Tasche sicherlich noch am Grab ihres Mannes stand. Und das zu einer Zeit, in der das Tageslicht allmählich schwand, und sie sich deshalb beeilen musste, um nicht in der Dämmerung durch das Gelände zu laufen. Es war ein kleiner Friedhof, auf dem ihr verstorbener Mann zur letzten Ruhe gebettet worden war. Manche bezeichneten den Friedhof als verwunschen, andere Menschen wiederum mieden ihn völlig, doch Clara Daffin nahm ihn einfach so hin, wie er war. Seit dem Tod ihres Mannes war er für sie zu einem Stück Heimat geworden, dem sie immer wieder einen Besuch abstattete. Abgeschlossen wurde das Gelände nie. So konnten die Menschen auch in der Nacht herumstromern, aber das taten nur die wenigsten. Auch Clara wäre lieber zu Hause geblieben, als mit ihrem Fahrrad an der Mauer entlang zu fahren, um den Eingang zu erreichen. Das Tor bestand aus zwei Gitterhälften. Nachdem sie ihr Fahrrad an der Mauer abgestellt hatte, drückte sie die Rechte davon nach innen und betrat das Gelände, was für sie eigentlich ganz normal war. An diesem Vorabend nicht. Da blieb sie nach wenigen Schritten stehen und schaute auf ihre Handrücken. Dort sah sie die Gänsehaut. Auch auf ihrem Rücken kribbelte es. Es war in ihr zwar nicht fremdes Gefühl, aber auf dem Friedhof hatte es sie noch nie erwischt. Darüber machte sie sich zwar keine Sorgen, empfand es aber schon als komisch. Noch hatte die Dämmerung den Tag nicht abgelöst, entsprechend gut war auch ihr Blick. Er streifte durch die Lücken der alten Bäume, die bereits ihre Blätter bekommen hatten, weil der Frühling sich einfach nicht aufhalten ließ. Es gab kein Grab, das nicht geschmückt worden wäre. Sie sah die unterschiedlichen Steine, aber auch die Kreuze und Figuren. Die alte Leichenhalle stand schon lange Jahrzehnte. Sie lag nicht weit von der Kapelle entfernt, die aus ebenso grauen Steinen gebaut worden war wie die Leichenhalle. Rechts davon breitete sich der Friedhof aus. Ein altes Gräberfeld, auf dem auch das Grab ihres verstorbenen Mannes zu finden war. Es gab so etwas wie einen Hauptweg, von dem schmale Pfade abzweigten. Clara wusste genau, welchen Weg sie gehen musste. Sie hätte es auch mit verbundenen Augen geschafft, dann hätte sie nur den frischen Geruch aufgenommen, den die Natur über den Friedhof gelegt hatte. Sie hatte keinen Blick für die Gräber der anderen. So schritt sie zielgerichtet weiter und ging auch recht flott. Etwas, was sie sonst eigentlich nie tat. Sie hatte dabei das Gefühl, getrieben zu werden, und erneut verspürte sie einen Druck in der Brust. Etwas war nicht mehr so wie sonst. Wenn sie sich umschaute, war nichts zu sehen. Sie entdeckte auch keinen weiteren Besucher, was für diese Zeit normal war. Unter den stärksten Ästen der Bäume schritt sie herum, und blieb erst dann stehen, als sie das Grab erreicht hatte. Es lag an der Ecke. Zwei Wege kreuzten sich hier, und Clara Duffin hatte keinen Blick für das Grab. Sie musste immer an die Handtasche denken und an den Schlüssel, der darin steckte. Sie sah die Tasche am Kopfende des Grabes stehen, direkt neben der Gießkanne, die etwas schräg stand und ihr den Blick auf das Grab verwehrte. Sie wunderte sich nicht darüber, dass ihre Tasche dort noch stand. Hier stahl niemand etwas und Fremde verirrten sich kaum auf diesen alten Friedhof. Das Grab war mit einem ovalen Stein geschmückt, auf dem der Name des Verstorbenen zu lesen war, nebst seinen persönlichen Daten. Greg war vor zwei Jahren gestorben. Er war 15 Jahre älter als seine Frau gewesen. Ein plötzlicher Herzinfarkt hatte ihn dahingerafft. »Hättest mir auch eine Botschaft geben können, du alter Knurrhahn«, murmelte sie. »Das war ihr nicht neu.« denn wenn sie das Grab besuchte, sprach sie immer mit dem Verstorbenen. Clara nahm die Tasche an sich. Der Leinenbeutel hing an zwei halbrunden Holzgriffen. Sie wollte nicht nach dem Schlüssel suchen, aber auf Nummer sicher gehen und bewegte die Tasche deshalb heftig hin und her. Sie war zufrieden, als sie das klirrende Geräusch hörte. Sie blieb noch eine Weile vor dem Grab stehen. Sie nickte dem Grabstein entgegen und sprach erneut mit dem Verstorbenen. Sollte mir noch mal so etwas passieren, möchte ich, dass du mich darauf hinweist, alter Junge. Ist das klar? Ein Windstoß fuhr über den Friedhof, spielte mit den frischen Blättern und sorgte für ein leises Rascheln. Clara lächelte und schaute hinauf zum schiefergrauen Himmel. "Ja, ja, du hast mich verstanden, Greg. Aber ich verstehe noch immer nicht, dass du so plötzlich verschwunden bist. War doch gar nicht schlecht unser Leben." Diesmal erwischte sie kein Windstoß. Die Zeit auf dem Friedhof war vorbei. Außerdem würde es bald dunkel werden, und da wollte sie zu Hause sein. Es gab noch einen zweiten Weg, der sie zum Ausgang brachte. Er war etwas kürzer, und für den entschied sich Clara Daffin. Er führte durch den ältesten Teil des Friedhofs. Kein Mensch im Ort wusste, wann er angelegt worden war. Er war schon zu einem kleinen Wald geworden. Dort hatte man die Bäume wachsen lassen, deren Blätterkleid im Sommer tiefe Schatten warf. Clara Daffin kannte den Friedhof wie ihre eigene Küche. Hier war ihr nichts fremd, auch dieser zweite Weg nicht, und deshalb wunderte sie sich, dass dieses seltsame Gefühl noch nicht vorbei war. In ihrem Inneren spürte sie wieder den Druck, der sich um ihren Magen gelegt hatte. Den Grund verstand sie nicht, auch nicht das ständige Kribbeln auf ihrem Rücken. Es kam ihr schon vor wie eine Warnung, aber das konnte nicht sein. Sie ging weiter, schneller sogar. Zu beiden Seiten des Pfads lagen die Gräber, von denen nicht alle gut zu erkennen waren. Viele waren überwuchert, und da waren selbst die Grabsteine verschwunden. Auch die Luft hier kam ihr anders vor. Sie war feuchter und schwerer geworden. Die Hälfte der Strecke hatte Clara Duffin hinter sich gelassen, als sie etwas irritierte. Den Blick hatte sie nach vorn gerichtet gehabt, und da sah sie etwas, was ihr überhaupt nicht gefiel, und sie praktisch zwang, langsamer zu gehen. Auf der linken Seite sah sie es, da hing etwas über dem Boden. Zwei helle Stücke schauten aus etwas Dunklem hervor, ihr war klar, dass es keine Zweige waren, denn was sie da sah, das sah sie auf keinen Fall als natürlich an. Ohne das richtig gewollt zu haben, blieb sie stehen. Sie musste schlucken. Mit der Zungenspitze leckte sie über ihre trockenen Lippen und feuchtete sie an. Es gab nicht nur den Druck um den Magen herum, sondern auch einen Kloß in der Kehle. Ohne es genau gesehen zu haben, war ihr klar geworden, dass sie etwas sah, was nicht auf diesen Friedhof passte. Ja, sie verspürte Furcht und dachte darüber nach, einen anderen Weg zu gehen. Das tat sie nicht. Denn sie sah ja nichts Böses. Niemand dachte daran, sie anzugreifen, und deshalb ging sie weiter. Jetzt allerdings zögerlich. Die Luft kam ihr plötzlich noch dichter vor sie hörte sich selbst wenn sie atmete und ihr blick war auf die linke seite des wegs gerichtet immer näher kam sie dem ziel immer besser konnte sie sehen sekunden später sah sie es genau clara hatte den kopf leicht angehoben schaute so in die höhe und sah vor sich den körper einer frau deren hals in einer schlinge hing clara duffin hätte sich in diesem augenblick die dunkelheit oder zumindest die Dämmerung herbeigewünscht. Aber den Gefallen tat man ihr nicht. Und so war sie in der Lage, alles zu sehen, und das empfand sie als schlimm. Zwei Beine hingen direkt vor ihren Augen. Sie schauten unter einem schwarzen Rocksaum hervor. Die Zehen waren verkrampft, die Hände der nach unten hängenden Arme waren geöffnet, als wollten die Finger im nächsten Augenblick nach irgendetwas fassen. Dann wanderte ihr Blick höher und sie sah, dass die Frau mit einem dunklen Kleid angezogen war. Der Hals ragte aus dem Ausschnitt hervor. Sie sah auch die Schlinge, die darum hing. Sie war nicht besonders dick und hatte sich tief in die dünne Haut eingegraben. Der Kopf war nach vorn gekippt. Dennoch schaffte Clara es, einen Blick in das Gesicht zu werfen, und dieser Anblick schockierte sie. Das war kein normales Gesicht mehr. Für sie war es einfach nur eine Fratze. Sie zeigte das was die Frau in den letzten Sekunden ihres Lebens durchlitten hatte. Clara konnte sich zwar nicht als Fachfrau ansehen, was diese Tötungsart anging, doch bei diesem Anblick ging sie davon aus, dass die Person noch lange um ihr Leben gekämpft hatte, bevor der Tod sie schließlich erlöste. Die Zunge hing aus dem Mund und sah aus wie ein alter Lappen. Das Gesicht war bleich und aufgequollen, und die Augen waren aus den Höhlen getreten. So jedenfalls sah es aus. Das Haar der Gehängten war fahlblond. Es hing strähnig an den beiden Kopfseiten herab. Eigentlich wollte sie nicht mehr hinschauen, sie tat es trotzdem. Der Anblick löste bei ihr eine schaurige Faszination aus, und sie musste sich schütteln, als der nächste kalte Schauer über ihren Rücken lief. Noch weigerte sich ihr Gehirn, das wahrzunehmen, was sie tatsächlich sah. Sie wünschte sich, dass es sich um eine Halluzination handelte, doch sie wusste auch, dass es nicht so war. Hier war jemand gehängt worden, hier auf dem Friedhof, eine Frau, die noch gar nicht so alt war. Clara spürte, dass ihre Knie allmählich weich wurden und sie Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Als hätte sie ein erneuter Windstoß erfasst, verspürte sie plötzlich einen Schwindel, den sie nur ausgleichen konnte, indem sie sich an einem Ast festhielt. Sie brach trotzdem zusammen, denn plötzlich drehte sich die Welt, und unter der Gehängten blieb sie liegen. Irgendwann erwachte Clara Daffin wieder, aber nicht, weil jemand sie gefunden und gerüttelt hätte, sondern weil sie etwas hörte, das wie Stimmen klang. Clara war auf den Rücken gefallen, und diese Stimmen sorgten dafür, dass sie die Augen öffnete. Es fiel ihr nicht leicht. Auf ihren Lidern schienen Bleiplättchen zu liegen, und sie konnte auch nicht viel erkennen, denn die Zeit war fortgeschritten, und so hatte sich die Dämmerung über den Friedhof gelegt. Clara dachte daran aufzustehen was sie jedoch nicht tat. Ihre Glieder schienen mit einer schweren Flüssigkeit gefüllt worden zu sein. Es gelang ihr nicht mal, die Arme und die Beine anzuziehen. Aber ihr Gehör funktionierte, und sie vernahm weiterhin die Stimmen irgendwelcher Personen. Sie waren nicht zu sehen, hielten sich aber in der Nähe auf, und wenn sich Clara nicht täuschte, dann waren es Frauen, die sprachen. Eine musste in den Baum geklettert sein, sie löste dort das Seil von dem starken Ast, dann fiel die Tote nach unten und wurde von mehreren Händen zugleich aufgefangen. Das Gehör der Zeugin funktionierte jetzt besser. Sie verstand, was da gesagt wurde. Wir müssen sie sofort verschwinden lassen. Und was ist mit der alten Frau? Ach, die hat nichts gesehen und sie nur gefunden, aber nicht wer sie gehängt hat. Gut, außerdem ist sie noch ohnmächtig, wenn du das sagst. Clara Duffin hatte alles gehört und rasch die Augen geschlossen damit man ihren wahren Zustand nicht erkannte. Sie hoffte, dass der Kelch so schnell wie möglich an ihr vorüberging und die Frauen endlich verschwanden. Clara öffnete die Augen einen Spalt, um etwas sehen zu können. Und sie erkannte, dass man die Tote angehoben hatte und wegschleppte. Die Gruppe verschwand in der grauen Düsternis des Friedhofs und ließ die Zeugin allein zurück. Erst jetzt, wo sie allein auf dem Weg lag, traf sie der Schock. Sie begann zu zittern. Das fing an den Schultern an und breitete sich aus bis zu den Füßen. Sie war nicht fähig, sich zu erheben, und so musste sie weiterhin auf der kalten Erde liegen bleiben, bis dieser Anfall vorbei war. Clara hatte sich immer als eine Person gesehen, die mit beiden Beinen im Leben stand, und sie gab sich selbst die Kraft zurück, indem sie sich ausschimpfte. Sei keine Memme verdammt, komm hoch, man hat dich verschont, du lebst noch. Sei froh, es hätte auch anders ausgehen können. Es war gut, dass sie sich selbst Mut gemacht hatte. So schaffte sie es tatsächlich, nach dem zweiten Anlauf sich aufzurichten. Der nahe Baumstamm diente ihr dabei als Stütze. Sie blieb noch neben ihm sitzen und wollte so lange warten, bis sie wieder okay war und ihren Weg fortsetzen konnte. Sie hatte die anderen Frauen eigentlich nur gehört und nicht gesehen. Jetzt schaute sie sich um, suchte Lücken und lauschte. Die Frauen waren verschwunden. Sie hatten sich zurückgezogen, die Tote mitgenommen und würden auch so schnell nicht wieder erscheinen. Ihre Arbeit auf dem Friedhof war erledigt. Clara blieb nicht länger neben dem Galgenbaum sitzen. Sie erhob sich, setzte ihren Weg fort und dachte darüber nach, was sie da erlebt hatte. Es kam ihr im Nachhinein wie ein Albtraum vor, doch es war keiner. Sie hatte die Realität erlebt, das war schlimm gewesen. Es musste ein Mörder unterwegs sein. Der seine Opfer aufhängte, wie ein Henker aus früheren Zeiten. Das war eigentlich verrückt und nicht zu fassen. Clara konnte nicht anders und musste einfach nur lachen, was nicht eben freudig klang. Sie erreichte das Tor, ohne dass ihr etwas passiert wäre. Und auch von den Frauen hatte sie nichts mehr gehört und gesehen. Die waren mit der Leiche wie vom Erdboden verschwunden. Aber es war noch ein Mörder unterwegs, davon ging Clara aus der oder diejenige, die die Person aufgehängt hatte. Eine andere Erklärung gab es nicht. Sie verließ den Friedhof und ging einige Meter an der Mauer entlang, bis sie ihr Fahrrad erreicht hatte, das an der Mauer lehnte. Es hatte schon einige Jahre auf dem Buckel und war eine alte Tante, wie Clara immer sagte. Aber es tat seine Pflicht, und für die kurzen Strecken, die sie zu fahren hatte, reichte es. Der Friedhof gehörte noch zum Ort, obwohl er etwas außerhalb lag. Clara schwang sich in den Sattel. Das Licht funktionierte auch, und so würde sie keine Probleme haben, ihr Haus zu erreichen, in dem sie wohnte. Normalerweise ließ sie es bei ihren Touren gemütlich angehen, diesmal nicht. Da trat sie in die Pedale, als gäbe es einen Pokal zu gewinnen. Sie wollte ihr Haus so schnell wie möglich erreichen, denn sie rechnete damit, dass diese seltsamen Frauen noch unterwegs waren und natürlich auch der Mörder. Sie erreichte den kleinen Ort, der sehr ländlich geprägt war und zu einer Seite von einer Hügelkette begrenzt wurde. Was kann ich tun? Was muss ich tun? Zur Polizei laufen und Meldung machen? Ja, das wäre am vernünftigsten gewesen, aber damit hatte sie ihre Probleme. Sie ging davon aus, dass man ihr keinen Glauben schenkte, und Beweise konnte sie nicht bieten. Mit dem letzten Licht der Dämmerung radelte sie in das Dorf hinein. Die wenigen Laternen gaben dem Pflaster auf der breiteren Hauptstraße einen schwachen Glanz. Einige Bewohner hielten sich noch draußen auf und die wunderten sich darüber, wie schnell Clara Daffin an ihnen vorbeifuhr. Sie bog in eine Gasse ein und erreichte nach einigen Metern das Haus, in dem sie wohnte. Es war nicht groß, für eine Person allerdings zu groß. Und so war Clara auf den Gedanken gekommen, die erste Etage zu vermieten. Für eine einzelne Person gab es Platz genug. Sie hatte nie damit gerechnet, dass sich jemand melden würde, aber seit einigen Tagen lebte dort eine Mieterin, eine junge Frau, die der Hektik der Großstadt hatte entfliehen wollen. Sie schob das Fahrrad durch den kleinen Vorgarten und auch durch den Schein der Außenleuchte. Neben dem Wasserkran an der schmalen Seite des Hauses stellte sie das Rad ab. Sie schaute hoch und stellte fest, dass in den Räumen der ersten Etage kein Licht brannte. Also war die Mieterin noch unterwegs. Sie hieß Grace Golding und war auch kaum zu hören, wenn sie im Haus war. Clara schloss die Tür auf und betrat ihr kleines Reich. Sie hatte kaum einen Fuß über die Schwelle gesetzt, da fing sie an zu zittern, und war froh, das kleine Wohnzimmer zu erreichen, wo sie eine Lampe einschaltete und sich dann in ihren Lieblingssessel fallen ließ. Einige Minuten ruhte sie sich aus. Dann dachte sie an ihre Medizin. Sie stand auf und holte aus dem schmalen Schrank eine Flasche Whisky. Als ihr Mann Greg noch gelebt hatte, da hatten sie sich öfter am Abend den einen oder anderen Schluck gegönnt. Jetzt musste sie den Drink allein nehmen, was ihr zwar keinen Spaß machte, aber von der alten Gewohnheit wollte sie nicht lassen und goss sich einen doppelstöckigen ein. Sie trank ihn langsam und sie dachte dabei an das, was sie erlebt hatte. Es war für sie noch immer nicht zu fassen, aber sie hatte sich auch nicht geirrt. Sie brauchte sich nur ihre Hose anzuschauen. Daran klebten noch Blätter und einige Gräser. Auf dem Friedhof war eine Frau erhängt und dann von mehreren anderen Frauen wieder abgenommen und weggebracht worden. Alles hatte sich verändert. Die Welt war zwar die gleiche geblieben, aber Clara hatte das Gefühl, dass da noch etwas auf sie zukam. Denn sie war eine Zeugin, auch wenn man sich nicht um sie gekümmert hatte, weil sie ohnmächtig gewesen war. Egal, sie musste damit fertig werden, und zwar erstmal allein. Ob sie später etwas von ihrer Entdeckung erzählen würde, das stand in den Sternen. Möglicherweise verlief alles im Sande. Zudem hatte sie sich die Gehängte anschauen können, sie war ihr unbekannt und stammte nicht aus dem Ort. Sie nahm das Glas wieder in die Hand und sah, dass ihre Finger zitterten. Auch die Flüssigkeit bewegte sich im Glas, und mit einem Ruck kippte sie den Rest in ihre Kehle. Ja, das hatte gut getan. Und jetzt? Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, als sie daran dachte, dass sie einen zweiten Drink gut vertragen könnte. Wieder gluckerte die hellbraune Flüssigkeit in das Glas. Danach schloss sie die Flasche, wollte trinken, hielt das Glas auch schon in der Hand, als sie von der Haustür her ein Geräusch hörte. Jemand betrat das Haus. Das konnte nur Grace Golding sein. Sie hatte einen Schlüssel, damit sie kommen und gehen konnte, wann sie wollte. Im Flur brannte Licht, und Clara rechnete damit, dass ihre Mieterin noch einen Blick in das Wohnzimmer werfen würde, weil sie dort die Helligkeit sah. So war es auch. Hallo, Mrs. Duffin! Clara drehte den Kopf. In der offenen Tür stand Grace Golding und schaute sie an. Ihre Mieterin war 33 Jahre alt. Sie hatte blondes Haar, das kurz geschnitten war. Ihr Gesicht war durch die hohen Wangenknochen gezeichnet, und auch der etwas breite Mund fiel dort auf. Er war nur leicht geschminkt, und die Kleidung – eine kurze Jacke und eine Hose – strahlte einen Geruch aus, der durchaus aus einem Wald stammen konnte. Na, unterwegs gewesen? Bin ich. Grace nickte. Es geht doch nichts über einen Spaziergang in der Dämmerung. Da haben Sie recht. Clara erhob das Glas. Möchten Sie auch einen Schluck? Grace dachte einen Moment nach. Ja, warum eigentlich nicht? Schaden kann es nicht. Das Glas holte sich Grace selbst. Den Drink schenkte ihr Clara Daffin ein, und sie war damit nicht zu so sparsam. Die beiden Frauen prosteten sich zu. Als Grace Golding ihr Glas absetzte, nickte sie Clara zu und fragte Sie sehen aus, als hätten Sie sich auch draußen aufgehalten. Clara zuckte zusammen. Sie versuchte zu lächeln, doch es wurde nur eine Grimasse. Dann sagte sie: Stimmt, ich war spazieren. Das tut gut, war ich auch. Wir hätten uns über den Weg laufen können. Ja, ja, schon. Wo waren Sie denn, Mrs. Duffin? Mit dieser Frage hatte die Frau gerechnet, sich aber in der kurzen Zeit noch keine Antwort zurechtgelegt. Jetzt überlegte sie und ärgerte sich, dass sie schweißfeuchte Hände bekam. Grace Golding half ihr auf die Sprünge. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie zum Friedhof gehen wollten? Ja, das habe ich, schoss es ihr durch den Kopf, und sie spürte, dass ein heißer Schauer durch ihren Körper ran. Sie fühlte sich plötzlich ertappt. Das wollte ich. Ihr Mann liegt ja dort. Genau, und dann habe ich es mir anders überlegt. Sie hoffte, dass sich Grace Golding mit dieser Antwort zufrieden geben würde. Es sah ganz danach aus, denn sie griff zum Glas, trank und lächelte. Doch mit dem nächsten Satz schockte sie die Frau. Aber ich habe sie am Friedhof gesehen, denn ich bin in der Nähe vorbeigekommen. Clara Daffin gab keine Antwort. Sie schrak nur leicht zusammen. Dann fühlte sie sich wie von einem Eispanzer umgeben. Der Blick wurde starr, und ihr Herz schlug schneller als normal. Was sollte sie jetzt sagen? Ja, ja, doch. Ich bin auf dem Friedhof gewesen, am Grab meines verstorbenen Mannes. Ich gebe es nur nicht gern zu. Warum nicht? Clara Darfin lächelte etwas verlegen. Es gibt Leute, die schütteln die Köpfe, weil ich so oft auf den Friedhof gehe. Aber ich kann ihn einfach nicht vergessen, verstehen Sie? Das ist mir klar. Aber die Menschen sind auch dumm und werden sich niemals ändern. Grace Golding lächelte. Dabei spielte sie mit ihrem Glas. Die nächste Frage stellte sie wie nebenbei. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Wieso? Auf dem Friedhof meine ich. Clara Duffin hielt für einen Moment den Atem an, während ihr nur ein Satz durch den Kopf schoss. Sie hat was gesehen. Clara war eine schlechte Schauspielerin. Obwohl sie sich nicht selbst im Spiegel sah, ging sie davon aus, dass Grace Golding ihr ansah, dass sie etwas zu verbergen hatte. Sie senkte den Blick und hob dabei die Schultern. Was soll mir denn aufgefallen sein? Zum Beispiel etwas Ungewöhnliches, das nicht auf einen normalen Friedhof passt. Und was wäre das? Das frage ich Sie. Clara saugte den Atem durch die Nase ein. Sie zitterte leicht und ärgerte sich darüber. Ihr Gesicht hatte eine rote Farbe bekommen, und sie wollte zur Seite schauen, was ihr nicht gelang, denn der Blick ihrer Mieterin bannte sie. Schau mich an, Clara. Die Angesprochene schüttelte den Kopf. Sie baute eine innerliche Mauer auf. Sie wollte, dass Grace Golding ging, nur brachte sie es nicht fertig, es ihr zu sagen. Zugleich sah sie, dass sich die Augen ihrer Mieterin verändert hatten. Sie war nicht in der Lage, diesen anderen Ausdruck zu beschreiben. Sieh mich an. Clara wollte es nicht, doch sie musste den Befehl befolgen. Es war ihr, als hätte eine fremde Kraft sie übernommen, die ihren Willen lähmte. Sie wollte nicht hinschauen, und doch musste sie es tun. Wie unter Zwang hob sie den Kopf ein wenig an, und jetzt sah sie die Augen der anderen. Nur die Augen. Das Gesicht dahinter schien zu verschwimmen. Der Blick des Augenpaares war so kalt, so anders, so hypnotisch. Clara spürte, wie ihr Wille erlosch. Sie fühlte sich wie in einem See schwimmend, wurde weggetrieben, die normale Welt war nicht mehr vorhanden. Überhaupt fühlte sie sich körperlos. Und dann war nur die Stimme zu hören und eben diese Augen zu sehen, die etwas Forderndes ausstrahlten. Es war eine Kraft, der sie nichts entgegenzusetzen hatte. Und es kam noch etwas hinzu. Man konnte den Begriff Kraft auch durch einen anderen ersetzen. Macht. Ja, die Mieterin hatte Macht über Clara Daffin gewonnen und deren Willen ausgeschaltet. Sie hörte die Stimme, nur die befehlende Stimme. Sie schien aus einem Lautsprecher in ihre Ohren zu dringen. Du wirst mir jetzt die Wahrheit sagen, nur die Wahrheit. Verstehst du? Ja, ich habe verstanden. Clara Daffin hatte die Antwort leise und roboterhaft gegeben. Das ist gut, Clara. Du bist auf dem Friedhof gewesen? Ja. Bist du dort allein gewesen? Ich habe niemanden gesehen. Ich war bei meinem Mann. Dann ging ich zurück zu meinem Fahrrad. Da habe ich festgestellt, dass ich meine Handtasche vergessen habe. Was hast du dann getan? Ich bin wieder zurückgegangen, antwortete Clara tonlos. Bist du da auch allein gewesen? Das bin ich. Aber es ist etwas passiert, nicht wahr? Clara wollte die Antwort geben. Sie hatte auch schon zum Sprechen angesetzt, aber sie schaffte es nicht. Kein Wort wollte über ihre Lippen dringen. Sie flüsterte etwas, das die andere nicht verstand, und so musste Grace Golding noch mal nachhelfen. Die Wahrheit, Clara, nur die Wahrheit. Es ist etwas passiert, das spüre ich. Das ist es auch. Und was? Ich habe die Gehängte gesehen. Sie hing in einem Baum. Es ist eine Frau gewesen, die ich nicht kannte. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Clara sprach nicht mehr weiter. Ein leichter Schwindel hatte sie erfasst. Erst als Grace Golding eine weitere Frage stellte, kam sie wieder zu sich. Ist dir noch etwas aufgefallen? Ja, die Stimmen. Ich wurde wach und hörte Stimmen. Daran kann ich mich erinnern. Sehr gut. Und was hast du gesehen? Nichts, gar nichts. Grace Golding war zufrieden. Sie nickte langsam und formulierte ihre nächsten Worte. Alles das, was du gesehen und gehört hast, wirst du ab jetzt vergessen. Hast du verstanden? Die Antwort kam prompt. Ja, ich werde alles vergessen. Ich weiß nichts mehr. Das ist gut, Clara. Du wirst noch zwei Minuten so sitzen bleiben und dann in die Normalität zurückkehren. Du wirst dich nur wundern, dass du hier sitzt und ein zweites Glas in deiner Nähe siehst. Auch an meinen Besuch wirst du dich nicht mehr erinnern können. Hast du das alles verstanden? Ja, das habe ich. Grace Golding sprach sie noch einmal an. Allerdings war nicht zu verstehen, was sie sagte denn sie redete in einer völlig anderen sprache dann stand sie auf und ging davon zwei minuten hatte sie clara daffin gegeben diese zeit wurde genau eingehalten denn dann zuckte die frau zusammen und wischte über ihr gesicht mein gott murmelte sie ich glaube ich bin tatsächlich eingeschlafen aus ihrer kehle stieg ein leises stöhnen sie spürte auch den leichten schwindel und schob ihn auf den getrunkenen alkohol obwohl sie sich daran nicht so erinnern konnte. Aber noch etwas fiel ihr auf. Es war ein Geruch, ein Duft, der eigentlich nicht zu ihr passte. Denn ein derartiges Parfum benutzte sie nicht. Woher stammte es? Unbekannt war es ihr nicht. Aber wieso durchwehte es diese Luft hier? Sie nahm es nicht einfach hin, sie dachte nach. Zudem fiel ihr auch der eigene Zustand auf. Er war nicht normal. Sie hatte den Eindruck, sich wie eine Fremde zu bewegen. Etwas war geschehen, von dem sie nichts mitbekommen hatte. Clara wühlte in ihrer Erinnerung, doch da war nichts, an das sie sich hätte erinnern können. Nur daran, dass sie auf dem Friedhof gewesen war und nochmal hatte hingehen müssen, um ihre Handtasche zu holen. Das war normal gewesen, und sie war auch auf dem normalen Weg wieder nach Hause gefahren. Nur der Geruch irritierte sie. Egal, Sie würde eine Erklärung finden, und deshalb dachte sie daran, sich hinzulegen, denn die nötige Bettschwere war bereits vorhanden. Etwas taumelig verließ sie das Zimmer und betrat den Flur. Auch hier nahm sie den Duft wahr. Sie sah die Treppe, die nach oben führte, und stand plötzlich stocksteif. Jetzt wusste sie, von wem dieser Duft stammte. Sie lachte leise, dass sie nicht schon früher darauf gekommen war. Dieser Duft gehörte zu dem Parfum, dass ihre Mieterin Grace Golding benutzte. Aber wieso hatte es in ihrem Zimmer gerochen? Im Bett liegend suchte sie noch immer nach einer Erklärung, die sie dann auch fand. Es war durchaus möglich, dass Grace in ihrer Abwesenheit in ihrem Wohnzimmer gewesen war. Das wäre nichts Besonderes gewesen, denn das kam öfter vor. Mit diesem beruhigenden Gedanken schloss sie die Augen und schlief auch schnell ein. Der letzte Fall lag hinter mir, und ich hatte eigentlich gedacht, mal ein paar Tage eine ruhige Kugel schieben zu können, aber das Schicksal hatte es mal wieder anders gemeint. Ich war von Jane Collins angerufen worden. Sie hatte mich gebeten, zu ihr zu kommen. An ihrer Stimme hatte ich erkannt, dass es sich zwar um einen privaten Besuch handelte, doch mit einem bestimmten Hintersinn. Ich hatte Jane nicht gefragt und war am frühen Abend losgefahren. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Begrüßte mich die Detektivin. Brennt denn der Baum? Noch nicht. Hört sich trotzdem nicht gut an. Ich gab ihr zwei Küsse auf die Wangen. Komm erst mal rein. Hast du schon was gegessen? Nicht in den letzten Stunden. Das habe ich mir gedacht. Wir gehen nach oben. Ich habe ein paar Kleinigkeiten aufgetischt. Sehr gut. Der Geruch von Kaffee stieg in meine Nase, als ich in die erste Etage ging. Wir setzten uns in das kleine Wohnzimmer. In dem ich schon so oft gesessen hatte, und musste daran denken, dass Jane das Haus jetzt wieder für sich allein hatte. Denn die Vampirin Justine Carvalho lebte nicht mehr bei ihr. Die blonde Bestie hatte ihren eigenen Weg eingeschlagen. Das Fenster war nicht geschlossen. Eine angenehme Frühlingsluft wehte in den Raum, und ich grübelte darüber nach, welche Probleme Jane wohl hatte. Mir fiel im Moment nur die Carvalho ein. Jane kehrte aus der Küche zurück. Sie lächelte mir zu, als sie mit dem großen Porzellanteller auf den Tisch zukam und ihn dort abstellte. Auf ihm lagen die kleinen Häppchen. Spargel in Schinken gerollt, Lachs auf Toast, mit Käse bestrichene Crackers und ein paar kleine Käsestücke. Hey, das sieht ja fantastisch aus, lobte ich. Klar, ich will ja nicht, dass du vom Fleisch fällst. Ich hob den Blick. Du bist aber besorgt um mich. Bin ich doch immer. Und welchen Grund hat das? fragte ich gedehnt. Den werde ich dir noch nennen. Jane hatte sich noch nicht gesetzt. Sie klatschte in die Hände. Du kannst Kaffee trinken. Ich habe aber auch einen frischen Rosé. Allmählich fängt die Jahreszeit ja an. Dann nehme ich ein Glas Rosé. Er steht bereits kühl. Ich wollte auch etwas tun und fragte: Soll ich ihn holen? Nein, das lass mal. Du bist mein Gast. Ich verdrehte die Augen. Habe ich es denn verdient, so verwöhnt zu werden? Aber klar doch. Jane zwinkerte mir zu, verschwand in der Küche und kehrte mit zwei Gläsern und einer Flasche Rosé zurück, die sie bereits geöffnet hatte. Sie stand in einem Behälter, der sie kühlte. Jane schenkte ein. Ich schaute ihr zu und bewunderte dabei ihr Outfit, das frühlingshaft daherkam. Sie trug einen gelben Rock, als Muster war eine Streublumenwiese zu sehen. Als Oberteil hatte sie sich für eine weiße Bluse entschieden. Wir stießen an. Auf uns, sagte ich. Genau, auf uns, und darauf, dass wir noch lange Zeit am Leben bleiben, trotz allem. Ich wunderte mich schon über Jane's letzten Satz, fragte allerdings nicht nach, denn ich wusste, dass sie von selbst zur Sache kommen würde. Zunächst genossen wir den Wein, der sehr gut schmeckte. Ich verspürte schon Hunger und stürzte mich auf die Häppchen. Über den Grund meines Besuchs sprachen wir nicht. Erst beim Kaffee kam Jane auf dieses Thema. Ich sehe dir an, dass du dir den Kopf darüber zerbrichst, warum du hier sitzt. Das war nicht schwer zu erraten. Ich will dich auch nicht länger auf die Folter spannen, John. Es geht um einen Job. Um deinen? Genau. Und wie muss ich das verstehen? Du weißt, dass ich Detektivin bin. Das wissen andere Menschen ebenfalls. Und sie wissen noch mehr von mir. Was denn? Darauf komme ich gleich, aber ich brauche es dir eigentlich nicht zu sagen. Du kommst bestimmt von selbst drauf. So ganz klar war es mir nicht, und ich musste schon nachdenken. Lange dauerte es nicht, da fragte ich Hängt es mit dem zusammen, was du einmal gewesen bist? Bingo. Jane schob sich ein Lachshäppchen zwischen die Zähne. Ich ließ einige Sekunden verstreichen. Und weiter? Hat man dich wieder zu den Hexen holen wollen? Nein, John, nein. Im Gegenteil. Man hat sich wieder an mich erinnert. Wie schön! Sie winkte ab. Ob es schön ist, weiß ich nicht. Es gibt jedenfalls ein Problem. Hat es unmittelbar mit dir zu tun? Nein, mit den anderen. Sie trank einen Schluck Wein und funkelte mich an. Jetzt drück schon raus damit. Jane stellte ihr Glas weg. Okay, deshalb bist du ja hier. Es ist eine Frau namens Grace Golding bei mir erschienen, um mich um Hilfe zu bitten. Muss ich davon ausgehen, dass diese Grace Golding so etwas wie eine Hexe ist? Musst du, John, eine moderne Hexe, die in ihrer eigenen Welt lebt, zusammen mit gleichgesinnten Frauen. Diese Frauen, moderne Hexen, haben sich getroffen. Ein Treffen auf dem Lande. Sie wollen dort die schon helleren Nächte erleben. Ach ja, wir haben ja bald Walpurgisnacht. Genau. Ich habe nichts dagegen. Ich auch nicht, sagte Jane. Aber. Es gibt trotzdem ein Problem, auf das mich Grace Golding aufmerksam machte. Irgendjemand, Sie wissen nicht genau wer, ist Ihnen auf der Spur. Er will dieses Treffen zwar nicht verhindern, aber er will seinen Spaß daran haben. Einen bösen Spaß, um nicht zu sagen einen tödlichen. Ich sagte nichts mehr. Dafür trank ich einen Schluck Kaffee. Denn bei dem waren wir mittlerweile angelangt. Jane wollte einen Kommentar hören, und den blieb ich auch nicht schuldig. Es gab also Morddrohungen? So kann man es nennen. Und jetzt hat man dich engagiert, um diese Gruppe von Hexen zu schützen, weil auch du einmal eine Hexe gewesen bist und noch latente Kräfte in dir wohnen. Du hast es erfasst. Und wann soll dein Job beginnen? Morgen. Ich nickte und murmelte. Am Samstag, und morgen haben wir den 1. Mai. Die Nacht vor diesem Datum ist die Walpurgisnacht, die Nacht der Hexen. Dann brauche ich ja nichts mehr zu erklären. Bestimmt nicht erwiderte ich lachend. Ich denke, dass du den Job angenommen hast. Ja, ich fühle mich praktisch dazu verpflichtet. Er kann gefährlich werden, es kann aber auch alles friedlich ablaufen, trotz der Drohungen, die die Hexen erhalten haben. Zwar fühle ich mich nicht unbedingt überfordert, aber mir wäre schon wohler, wenn du an meiner Seite bist, immer vorausgesetzt, dass du am Wochenende nichts anderes vorhast. Da musste ich nicht weiter nachdenken, denn ich hatte nichts vor, was ich Jane auch sagte. Dann können wir morgen früher fahren. Und wohin? Nun ja, wir bleiben nicht in London. Es geht aufs Land. In den Südwesten. Nach Kent. Aha. Hast du Lust? Ich grinste von Ohr zu Ohr. Mit dir doch immer. Und eine Nacht auf den ersten Mai habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich werde mich dabei allerdings im Hintergrund halten und auf irgendwelche Menschen achten, die nicht gekommen sind, um zu feiern, denn die Hexen haben wohl Feinde. Sonst hätte man sich nicht an mich gewandt. Keine Angst, Jane. Ich denke nicht an einen Spaziergang oder an eine Party um Mitternacht. Egal, ich freue mich, dass ich nicht allein fahren muss. Und wohin müssen wir? Ich meine, gibt es da einen bestimmten Ort, ein Dorf, eine kleine Stadt? Der Ort heißt Tyshurst. Nie gehört. Habe ich auch nicht, aber wir werden ihn schon finden. Gut, Jane. Und wann denkst du, dass wir starten sollen? Früh. Am besten am frühen Vormittag. Einverstanden. Dann kann ich mich noch ein paar Stunden aufs Ohr legen. Wenn du willst, kannst du auch hier übernachten. Das Angebot war verlockend. Viel Schlaf würden wir nicht finden, das stand fest. Ich wollte eine entsprechende Antwort geben, als Jane Collins angerufen wurde. Für einen Moment stutzte sie und meinte, Wer will denn jetzt noch was? Schau auf dem Display nach. Das tat sie. Eine Nummer stand dort nicht. Sie meldete sich trotzdem, und sie hatte den Lautsprecher eingestellt, damit ich mithören konnte. Bist du es, Jane? Die Frauenstimme klang schon gehetzt. Ja, wer sonst? Ich bin es, Grace. Okay, du weißt ja, dass ich den Job angenommen habe. Klar, deshalb rufe ich auch nicht an. Es geht um etwas anderes, und das ist nicht lustig. Lass schon hören. Zunächst einmal stöhnte die Anruferin auf. Es ist schlimm, Jane, aber es hat das erste Opfer gegeben. Bitte? Ja, es hat die erste von uns erwischt, eine Freundin. Man hat sie auf einem Friedhof erhängt. Jane Collins schwieg. Ich hatte eigentlich locker auf meinem Platz gesessen und mitgehört. Jetzt war diese Lockerheit vorbei. Mein Blut gefror zwar nicht zu Eis, aber über meinen Rücken rann doch ein kalter Schauer, und ich sah, dass Jane mir ihren Kopf langsam zudrehte. Sie war blass geworden. Hörst du noch zu, Jane? Ja, natürlich. Wir haben sie gefunden. Und wo? Auf dem kleinen Friedhof in Tyshurst. Die andere Seite schläft nicht. Sie geht gnadenlos vor. Das kann man wohl sagen. Aber jetzt sieht der Fall anders aus, sprach Grace Golding mit schwerer Stimme weiter und wollte noch etwas hinzufügen, doch Jane kam ihr zuvor. Wollt ihr denn aufgeben? Nein, das ist unsere Nacht. Wir werden uns nicht verjagen lassen. Wenn du sagst, dass dir der Job zu gefährlich ist, verstehe ich das sehr gut, und nein, nein, Davon hat niemand gesprochen. Ich bleibe mal beim Thema. Auf dem Friedhof habt ihr die Tote gefunden. Gab es denn Zeugen? Habt ihr die Polizei eingeschaltet? Nein, wir haben sie nur vom Strick genommen und zu unserem Camp gebracht, zu den Wohnmobilen. Eine Zeugin gab es, aber ich habe dafür gesorgt, dass sie alles vergessen hat. Wie du weißt, ich bin schon etwas länger in Ticehurst und wohne im Haus einer Witwe. Sie hat unsere Schwester gesehen, aber sie wird sich nicht mehr daran erinnern können. Ich habe ihre Erinnerung gelöscht. Okay, sagte Jane, und es bleibt dabei, dass ihr weitermachen werdet. Auf jeden Fall, die Walpurgisnacht ist etwas Besonderes für uns. Ja, ich weiß. Wir werden auch keinem wehtun, wir wollen diese Nacht genießen. Aber es gibt eine Gruppe von Personen, die etwas dagegen hat, das hat sie gezeigt. Weißt du denn, wer dahinter steckt? Nein, leider nicht. Du kannst doch raten. Das ist mir klar, Jane, aber wir tappen im Dunkeln. Gut, dann werden wir morgen bei euch sein. Grace Golding hatte aufgepasst. Du hast in der Mehrzahl gesprochen, Jane? Genau. Ich bringe noch einen Freund mit. Für einen Moment wurde er still. Dann war wieder die Stimme der Anruferin zu hören. Ist es, ist es, ja, es ist John Sinclair. Schweigen. Ich will mich nicht selbst erhöhen, aber mein Name war bei der anderen Seite bekannt. Nicht jeder empfand ihn als positiv. Jane meldete sich wieder. Ich weiß jetzt, was du denkst, Grace, aber ich weiß auch, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Es war mehr ein Stöhnen als ein Atmen, aber Grace Golding stimmte zu. Gut, Jane, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich sage dies, obwohl wir nichts mit ihm zu tun haben, aber es ist nun mal so, und wir sind morgen bei euch. Vielleicht ist dir dann eingefallen, wer es auf euch abgesehen hat. Du kannst mich anrufen, meine Nummer hast du ja. Ja, das ist schon okay. Bis später dann. Das Telefonat war beendet. Jane stellte den Apparat auf die Station und schaute mich an. Und? Ich hob die Schultern. Ein Ausflug wird es nicht werden, meine liebe Jane. Stimmt, ich denke da eher an einen Horrortrip. Dagegen konnte ich nichts sagen. Walpurgisnacht. Die Nacht des 30. April auf den 1. Mai. Benannt nach der heiligen Walpurga. Tochter des Sachsenkönigs Richard und Äbtissin in Heidenheim. Papst Hadrian II. hat sie im Jahre 870 heilig gesprochen. Sie galt als Beschützerin der Menschheit vor dem bösen Zauber. An diese kurze Geschichte musste ich denken, als das riesige London hinter uns lag. Auf eine Motorway mussten wir verzichten. Der führte zu weit von unserem Ziel entfernt vorbei. Deshalb fuhren wir auf der A21 in Richtung Süden. Bei Flimwell gab es eine Abfahrt. Von dort aus waren es nur noch ein paar Meilen bis Ticehurst. Wir hatten Janes Golf genommen. Vor der Abfahrt hatte ich meinen Freund und Kollegen Suko noch über mein Vorhaben informiert. Er hatte mir viel Glück und alles Gute gewünscht und würde sich bereithalten, falls wir Hilfe brauchten. Es war ein Tag, den man in Erinnerung behalten sollte. Viele Menschen sprachen von einer regnerischen Insel, aber davon war an diesem Tag nichts zu sehen. Der blaue Himmel, die Sonne, ein leichter, aber kühler Wind, der allen gut tat. Es war ein Wetter, um zu verreisen, das dachten auch andere Menschen, die in Richtung Südküste fuhren, um dort die Stunden am Strand zu genießen. Ich lenkte den Golf, der Wagen schnurrte über den Asphalt, und neben mir saß eine schläfrige Jane Collins. Ich hatte die Nacht bei ihr verbracht, und die war nicht eben ruhig gewesen, aber das sollte zwischen uns bleiben. Vor allen Dingen Glenda Perkins durfte davon nichts erfahren, Sie hätte mir sonst die Freundschaft gekündigt. Aber letztendlich war auch ich nur ein Mann, und Jane Collins nahm so etwas locker. Wenn du dich müde fühlst, löse ich dich ab, John. Ich sage Bescheid. Sie lächelte und schloss die Augen. In der letzten Nacht, John, da war es mal wieder wie früher. Es hat uns beiden wohl gut getan, denke ich mir. Kann schon sein. Sie begehrte auf. He, dir etwa nicht? Doch, Jane, doch, aber ich muss mich auf die Fahrt konzentrieren. Akzeptiert. Dabei nahm ich an, du würdest an Glenda Perkins denken und eventuell an eine Beichte. Auf keinen Fall. Dann bin ich ja zufrieden. Tja, manchmal hat man es eben nicht leicht. Da war es dann leichter, gegen irgendwelche dämonischen Feinde zu kämpfen, als zwei Frauen unter einen Hut zu bringen. Felder, Hügel, dann die weiten Rapsflächen, die in einem strahlenden Gelb leuchteten. Kühe, die auf den Weiden standen und es sich gut gehen ließen. Der frühe Nachmittag war bereits angebrochen, als wir den Ort Flimwell erreichten. Dort mussten wir ab und auf einer Landstraße weiterfahren. Es klappte nicht so schnell, denn hier waren die Frostschäden vom letzten Winter noch nicht ausgebessert worden. Auf der Straße bleiben konnten wir nicht, denn wir mussten an einer Kreuzung noch mal links abfahren, um nach Tyshurst zu gelangen. In der Nähe führte ein kleiner Fluss oder mehr ein breiter Bach, der Limden River, vorbei. Zu überqueren brauchten wir ihn nicht. Er floss parallel zur Straße. Ab jetzt saß Jane nicht mehr entspannt auf ihrem Sitz. Sie hatte sich normal hingesetzt und gab sich sehr wachsam. Weit hatten wir nicht mehr zu fahren. Eigentlich konnte es sich nur noch um Minuten handeln, und plötzlich veränderte sich die Umgebung. Die Weite verschwand, und ich hatte das Gefühl, als würde alles mehr zusammenwachsen. Das lag auch an den Bäumen, die hier so dicht standen und hin und wieder ein Waldstück bildeten, durch das wir fahren mussten. Sofort wurde es düster um uns. Es gab keine blattlosen Zweige und Äste mehr. Die Bäume standen in vollem Laub. Sonnenstrahlen wurden gefiltert, so dass sich auf der schmalen Straße ein Muster abzeichnete – eine fleckige Mischung aus Hell und Dunkel, in das ich den Wagen langsam hineinlenkte. Hat diese Grace Golding nicht von Wohnmobilen gesprochen, in denen die Frauen übernachten? Das hat sie. Und wo stehen sie? Davon hat sie nichts gesagt. Ich denke allerdings nicht, dass sie mitten im Wald ihr Lager aufgeschlagen haben. Möglicherweise am Ortsrand oder so. Und wo wollen Sie die Walpurgisnacht verbringen? Sorry, da muss ich passen. Aber wir werden es erleben. Das glaube ich auch. Vor uns führte der Weg in eine Kurve. Dahinter setzte sich das fleckige Dunkel fort. Dann musste ich auf die Bremse treten, denn plötzlich sah ich vor uns ein Hindernis. Es war eine quer über die Straße gespannte Kette, deren Glieder hell schimmerten. Es war gut, dass wir nicht schnell gefahren waren, so schaffte ich es, rechtzeitig auf die Bremse zu treten und kam noch vor der Kette zum Stehen. Jane und ich schauten uns an. Zunächst sagten wir nichts, bis Jane sich zu einem Kommentar hinreißen ließ. Das sieht nach Ärger aus. Du sagst es. Und ich glaube nicht daran, dass es die Hexen gewesen sind, die diese Falle aufgebaut haben. Wie kommst du darauf? Kann ich dir sagen. Sie gehen ihren eigenen Weg und denken nicht daran, anderen Menschen etwas Böses anzutun. Das hier muss eine andere Bedeutung haben. Da musste ich Jane zustimmen. Mit einem Kommentar hielt ich mich zurück. Im Auto sitzen bleiben wollte ich auch nicht. Wir mussten auch weiter. Links und rechts der schmalen Straße gab es keine Chance, um der Kette auszuweichen. Es gab nur den Weg nach vorn und das hieß, dass wir das Hindernis entfernen mussten. Packen wir das? Sicher, John. Wir stiegen beide aus. Ein seltsames Gefühl hatte mich schon erfasst. Ich spürte auf dem Rücken einen kalten Schauer und bewegte mich vorsichtiger als sonst. Es war still um uns herum, abgesehen vom leisen Rascheln der Blätter. Die Bäume standen recht dicht, es gab unzählige Möglichkeiten, sich hier zu verstecken. Noch hatten wir niemanden gesehen, aber das musste nicht so bleiben. Der Begriff Falle ging mir durch den Kopf, als ich auf die rechte Straßenseite zuging und Jane Collins sich die andere vornahm. Die Kette war um zwei schmale Baumstämme gewickelt worden, es war kein Problem, sie zu lösen. Als ich mich an die Arbeit machte, schaute ich mich um. Die Stille konnte trügerisch sein. Ich blickte zu Jane hin. Sie stand neben dem Baum und wartete darauf, dass ich damit begann, mein Ende der Kette zu lösen. Ich würde die Finger davon lassen. Auf einmal war die Stimme zu hören, und das nicht mal weit entfernt, denn zwischen den Bäumen tauchte ein Mann auf, der bewaffnet war. Er trug einen grünen Tarnanzug, sein Gesicht und der Kopf wurden von einer Sturmhaube verdeckt, während er mit beiden Händen ein Schnellfeuergewehr festhielt, dessen Mündung auf meinen Körper zeigte. So etwas Ähnliches hatte ich mir schon vorgestellt. Deshalb war ich nicht besonders überrascht, diesen Typen zu sehen. Sicherheitshalber hob ich die Arme und schüttelte dabei den Kopf. Was soll das? Fragen stelle ich hier. Klar. Und ich gebe auch die Befehle. Das habe ich gehört. Ich drehte leicht den Kopf, weil ich auf die andere Seite der Straße schielen wollte. Dort musste sich Jane Collins aufhalten, aber das tat sie nicht. Ich entdeckte sie nicht. Zumindest nicht beim ersten Hinschauen. Es gibt nur eine Chance: Umdrehen und wieder zurückfahren. Übermorgen sieht es anders aus. Und warum das alles? Weil wir es so wollen. Ich versuchte es mit meinem harmlosesten Lächeln. Sorry, aber wir wollten nur nach Ticehurst, nicht mehr und nicht weniger. Warum werden wir hier aufgehalten? Weil der Ort für euch Sperrgebiet ist. Und weshalb? Hinter der Maske hörte ich es zischen. Ich hasse es, wenn man mir dumme Fragen stellt. Du kannst wählen. Entweder haust du mit deiner Tussi ab, oder ihr werdet hier in den Straßengräben vermodern. Das ist mein Angebot. Ah ja, ich habe verstanden. Aber Menschen so einfach zu ermorden wird nicht unentdeckt bleiben. Laber mir keinen Scheiß ins Ohr. Setzt euch in den Wagen und haut wieder ab. Und dann? Tut euch selbst den Gefallen und haltet das Maul. Wenn ihr versucht, die Bullen herzuholen, habt ihr euch geirrt. Hierher wird kein Bulle kommen. Es steht eine besondere Nacht bevor und das wird akzeptiert. Okay, ich habe verstanden. Der Mann mit dem Gewehr grinste mich kurz an, drehte sich nach links, um die Straße zu betreten, auf der Janes Golf stand. Ihn sah ich, nur sie nicht. Die Detektivin war verschwunden und darüber wunderte ich mich, wobei ich zugleich eine gewisse Hoffnung hegte. Es waren nur wenige Schritte bis zum Golf. Neben dem Fahrzeug blieb ich stehen. Ich wusste den Maskierten hinter mir, hörte ihn sogar atmen und wartete darauf, dass er mich auf Janes Verschwinden ansprechen würde. Steig ein! Allein? Ja. Aber ich bin nicht allein gekommen. Das weiß ich. Deshalb muss ich noch warten. Was du musst und was du nicht musst, das bestimme ich. Steig in deine Karre und warte. Auf wen? Auf deinen Tod. Plötzlich lachte er. Und dieses Lachen gefiel mir überhaupt nicht, und ich hatte den Eindruck, als wäre er gierig darauf, mich zu töten. Und was war mit Jane? Sie war ausgestiegen und musste die Gefahr schneller erkannt haben als ich, denn sie hatte sich zurückgezogen oder war überwältigt worden. Der Maskierte trat noch einen Schritt näher an mich heran. Ich saß, weil ich zur Seite schielen konnte. Und genau diese Nähe brachte mich weiter. Denn plötzlich geschah etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Urplötzlich reagierte mein Kreuz. Das schwache Abgeben des Wärmestoßes war für mich ein Alarmsignal und zugleich eine bestimmte Erkenntnis. Unter der Maske verbarg sich ein Schwarzblüter. Jane Collins hatte die Straße verlassen und war zu ihrem Baum gelaufen, um dort die Kette zu lösen. Sie hatte das Metall schon fast berührt, als sie weiter vor sich eine Bewegung sah und auch etwas hörte. Eine Person lief durch den Wald, genau auf sie zu. Jane wusste nicht, ob sie bereits entdeckt worden war oder nicht. Es blieb nicht genügend Zeit, um sich einen Plan auszudenken, sie musste sofort handeln, was sie auch tat. Es war eine Reaktion, die vom Bauchgefühl geleitet wurde, und mit einer blitzschnellen Bewegung drehte sie sich um und duckte sich zugleich. So lief sie weiter, huschte um zwei Baumstämme herum und fand Deckung hinter einem Gewächs, das der Sturm aus dem Boden gerissen und quergelegt hatte. Der alte Stamm war von einer dicken Schicht Moos bedeckt. Er hatte beim Fallen eine Schneise gerissen, und seine Schräglage ließ es zu, dass sich Jane nicht zu ducken brauchte und über den Rand des Stamms hinwegschauen konnte. Dann geriet der Typ in ihr Blickfeld. Er war recht klein, untersetzt und breit in den Schultern. Sein Gesicht war durch eine Maske verdeckt, die ihn jetzt störte, und deshalb nahm er sie ab. Jane sah, dass der Typ rote Haare hatte, die dünn waren und strähnig in den Nacken hingen. Die Detektivin bewegte sich etwas zur Seite, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Genau in diesem Augenblick hörte sie die Männerstimme von der anderen Seite der Straße. Und sie sah auch den Maskierten, der John Sinclair mit einem Gewehr bedrohte. John hatte sich überraschen lassen und ihr war klar, dass ihr das nicht passieren durfte. Jane Collins duckte sich, als sie den rothaarigen Fluchen hörte. Er bewegte sich im Moment von ihr weg, weil er in Richtung der Straße ging, aber ihr war auch klar, dass er zurückkehren würde, wenn er nichts gefunden hatte. Auf der anderen Seite der Straße redeten John und der andere Mann. Was sie sagten, verstand Jane Collins nicht. Sie hätte ihrem Freund gern zur Seite gestanden, doch das war nicht möglich, denn der zweite Mann suchte nach ihr. Er kam jetzt wieder zurück, Murmelte etwas vor sich hin und fluchte ab und zu. Jane ließ ihn nicht aus den Augen und mußte erkennen, dass der Typ hin und wieder schnüffelte, als wäre er ein Schwein, das nach Trüffeln sucht. Er kam näher. Jane zog sich etwas zurück und versuchte, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Er trug offen eine Waffe, aber er sprach immer wieder den gleichen Satz vor sich hin: Blut, ich rieche Blut. Das hatte Jane verstanden. Sie machte sich sofort ihre Gedanken. Sie glaubte nicht, dass dieser Typ es nur dahingesagt hatte. Ihm war das Blut schon wichtig. Und vor allen Dingen das Blut der Menschen. Jane war ein Mensch. Er sah sie im Moment zwar nicht, aber er nahm offenbar ihren Geruch wahr. Jane Collins war bewaffnet. Sie überlegte noch, ob sie die Pistole ziehen sollte. Vielleicht war es besser, wenn sie noch wartete. Außerdem würde ein Schuss den anderen alarmieren. Auf dem Waldboden lag Geäst, das der Wind von den Bäumen abgerissen hatte. Dazu gehörte auch ein länglicher Ast, der stark genug war, um ihn als Schlagwaffe zu benutzen. Er war auch noch nicht morsch. Jane nahm ihn an sich. Sie hielt ihren Blick auf den Kerl gerichtet, der wieder etwas von Blut murmelte, was bei Jane den Verdacht verstärkte, es mit einem Blutfetischisten zu tun zu haben. An einen Vampir wollte sie nicht so recht glauben. Er kam auf den gefällten Baum zu, hinter dem Jane Collins Schutz gesucht hatte. Sie hockte so tief, dass sie soeben noch über den Rand hinwegschauen konnte. Der Rothaarige tappte näher. Für Jane gab es keine Chance, in seinen Rücken zu gelangen. Sie musste den Kampf von vorn aufnehmen und auf den Moment der Überraschung setzen. Der Kerl hatte Probleme mit der Standfestigkeit. Er ging zwar, aber er stolperte auch einige Male fing sich wieder und sah jetzt als größtes Hindernis den Baumstamm vor sich liegen. Darauf hatte die Detektivin gewartet. Wie ein Kastenteufel schnellte sie in die Höhe. Den Ast hielt sie jetzt mit beiden Händen fest und sie holte auch aus, um ihre Waffe dann nach unten sausen zu lassen. Gezielt hatte sie auf den Kopf und den traf sie auch. Der rothaarige wurde von dieser Aktion völlig überrascht. Der Ast erwischte seine Stirn. Jane hörte ein dumpfes Geräusch, als wäre ein Stein zu Boden gefallen. Der rothaarige stierte sie für einen Moment an, dann gaben seine Beine nach und er kippte um. Der weiche Waldboden dämpfte seinen Aufprall. Wie eine Puppe blieb er auf dem Boden liegen. Er war nicht mehr in der Lage, sich zu erheben, und Jane Collins fiel ein Stein vom Herzen. Sie hatte es geschafft, aber sie wusste nicht, wie es John Sinclair ergangen war. Ich konnte es nicht fassen. Plötzlich hatte sich mein Kreuz gemeldet. Das war verrückt, aber nicht so unwahrscheinlich. Viele Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Jedoch an einem blieb ich hängen. Wir waren unterwegs, um nach Hexenausschau zu halten. Ob es nun normale Hexen waren oder nicht, das war im Moment nicht von Bedeutung. Ich wusste jedoch, dass die Hexen Feinde hatten, auch in der Gegenwart. Und diese Feinde waren zugleich auch welche der Menschen. Vampire. Und plötzlich setzte sich bei mir der Gedanke fest, dass der Kerl mit der Maske ein Vampir sein könnte. Einer, der auf der Suche nach Blut war, um überleben zu können. Das alles passte zusammen. Vampire hassten Hexen. Sie konnten sich gegenseitig in die Quere kommen, und jeder wollte der Sieger sein. Hier in der Nähe versammelten sich die Hexen, und davon hatten die Blutsauger Wind bekommen. Also wollten sie ihre Chance wahrnehmen und sie vernichten. So lautete meine Überlegung. Ob sie zutraf, wusste ich nicht, denn hinter der Maske konnte sich auch ein anderer Schwarzblüter verbergen. Vor Überraschungen war man nie sicher. Vor mir war der Wagen so nah, dass ich ihn berühren konnte. Ich musste nicht mal die Arme ausstrecken, aber ich durfte nicht vergessen, womit man mich bedrohte, denn darüber dachte ich auch nach. Für einen Vampir machte es keinen Sinn, wenn er mich erschoss. Er trank das Blut von Lebenden und nicht von Toten. Hast du nicht gehört? Steig schon ein! Ich habe verstanden, aber ich möchte noch etwas sagen. Nein! Er meinte es ernst und stieß mir den Gewehrlauf in den Rücken. Es tat weh, aber nicht so weh, wie ich es ihm vorspielte, denn ich sackte in die Knie. Dabei warf ich mich nach vorn und stützte mich an der Seite des Golfs ab. Der Maskierte fluchte. So hatte er sich die Lage nicht vorgestellt. Er kam noch näher und genau darauf hatte ich gewartet. Ich wollte, dass er eine bestimmte Position erreichte, und das passierte auch. Er hörte mein Stöhnen und griff zu. Ich spürte seine Hand im Nacken. Er wollte mich in die Höhe ziehen, und bei dieser Aktion bedrohte mich das Gewehr nicht mehr. Darauf hatte ich spekuliert. Ich sah das Gewehr rechts von mir. Die Mündung zeigte zu Boden, und ich ließ keine Sekunde mehr verstreichen, sondern packte zu. Mit einem heftigen Ruck riss ich dem Maskierten die Waffe aus der Hand. Ich wuchtete sie dabei zur Seite und weg von mir, und die Aktion hatte ihn so stark überrascht, dass er nicht mal zu einer kurzen Gegenwehr in der Lage war. Da er die Waffe nicht losgelassen hatte, wurde er zur Seite gerissen und zugleich nach vorn geschleudert, wobei er gegen den Golf prallte. Es war der Moment, an dem er den Überblick verlor. Ganz im Gegenteil zu mir. Ich kam blitzartig auf die Füße. Entriss ihm die Waffe und schlug sofort zu. Sein Hinterkopf wurde getroffen. Die Wucht trieb ihn endgültig zu Boden, wo er liegen blieb und nichts mehr tat. Ich atmete auf. Das war geschafft. Dann schaute ich über die Straße hinweg und sah Jane Collins auf der anderen Seite. Sie sah mich ebenfalls und hob den rechten Arm zum Gruß. Alles klar bei dir, John? Ja. Bei mir auch. Der Typ liegt vor meinen Füßen. Ich möchte nur noch etwas bleiben und ihn bewachen. Kannst du. Ich habe auch einen. Und? Weißt du schon mehr? Mein Kreuz hat auf ihn reagiert. Nach dieser Antwort war Jane erstmal stumm. Die Überraschung war einfach zu groß. Ich winkte ab. Sie verstand, und so konnte ich mich um den noch immer maskierten Kerl kümmern. Ich riss ihm die Sturmhaube vom Kopf und schaute in ein Gesicht, das ich nicht kannte. Ich sah einen geschlossenen Mund. Um sicher zu gehen, musste ich ihn öffnen, was kein Problem war. Zwei Vampirzähne sah ich nicht, das hatte nichts zu sagen, denn es existierte noch eine Untergruppe dieser Wesen, und die nannten sich Halbvampire. Ich setzte zum Test mein Kreuz ein. Als ich meine Hand dem Gesicht näherte, riss der Mann die Augen auf. Er sah das Kreuz, ich aber sah die Panik in seinen Augen, denn er hatte in diesem Moment begriffen. Zu einem letzten Schrei kam es nicht mehr, als ich ihm das Kreuz gegen das Gesicht drückte. Er blieb liegen, er strampelte, er schlug auch mit den Armen um sich, was mich nicht störte. Ich wollte seine Vernichtung, denn dann konnte er nicht mehr unterwegs sein, um Menschen zu verletzen und dann deren Blut zu trinken, das aus der Schnittwunde quoll. Sein Gesicht sah halb verbrannt aus, als ich das Kreuz wieder zurücknahm. Die linke Seite war geschwärzt, man hätte die Haut abziehen können. Ich ertastete weder einen Herz noch einen Pulsschlag. Dieser Halbvampir würde nicht mehr aufstehen. Ich schleifte ihn von der Straße und ließ ihn im Graben liegen. Danach machte ich mich auf den Weg zu Jane Collins, die auf mich gewartet hatte. Sie stand neben einem umgekippten Baum und schaute auf die Gestalt, die am Boden lag. Ich habe ihn mit einem Ast niederschlagen können. Er hielt nicht mal eine Waffe in der Hand. Ich zuckte mit den Schultern. Eine Frau schien für ihn keine Gegnerin zu sein, sagte Jane. Gut gemacht, lobte ich sie. Und was ist mit deinem Gegner? Er wird keinen Laut mehr sagen. Hä? Jane zeigte sich überrascht. Hast du einen Vampir erwischt? Nein, einen Halbvampir. Die hat man losgeschickt. Und wer könnte das gewesen sein? fragte Jane. Sie gab sich selbst die Antwort. Die Cavaglio könnte ich mir schon vorstellen. Oder was meinst du? Ja, das ist so. Kein Widerspruch. Es ist durchaus möglich, dass sie ihre Hände im Spiel hat. Du weißt doch, dass Vampire und Hexen nicht eben die besten Freunde sind. Wobei es bei den Hexen auch Unterschiede gibt. Grace Golding ist für mich eine moderne Frau. Stimmt alles, aber erst will ich sehen, ob wir es hier auch mit einem Werdenden zu tun haben. Ich wollte ihm den Mund öffnen, was ich nicht brauchte, denn er kam wieder zu sich. Er riss die Augen auf und wollte auf die Beine kommen, als er auf mein Kreuz starrte. Innerhalb weniger Augenblicke sprang ihn das Gefühl der Panik an. Er wusste, dass er dieser Waffe nicht entgehen konnte, streckte mir zwar die Hände entgegen und fasste genau in das Kreuz hinein. Diesmal ließen wir ihn schreien. Seine Arme fielen nach unten, die Hände landeten auf seinem Körper, und jeder von uns sah die verbrannte Haut. In meinem Kreuz steckte eine Kraft, die darauf geeicht war, das Böse zu vernichten, und das geschah auch hier. Der Rothaarige richtete sich noch einmal halb auf, dann sackte er zusammen und blieb liegen ohne dass noch ein Funken Leben in seinem Körper gesteckt hätte. Jane und ich nickten uns zu. Dann meinte die Detektivin Ich habe ja damit gerechnet, dass es kein Spaziergang werden wird, dass es aber so dick kommen würde, das ist auch für mich überraschend. Ich zuckte mit den Schultern. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Jetzt steht fest, dass deine Freundinnen in Gefahr sind. Hör auf, John. Sie schüttelte den Kopf. Es sind nicht meine Freundinnen. Ich habe nun mal das Pech, einmal eine Hexe gewesen zu sein und dass immer noch etwas davon in mir steckt. Das ist alles. Denn ich fühle mich zu den Hexen nicht hingezogen. Das kann ich dir schwören. Alles klar. Aber ich lasse sie auch nicht alleine, wenn ihnen Gefahr droht. Jane war noch nicht fertig mit ihrer Erklärung. Dabei weiß ich den Unterschied genau einzuschätzen. Ich habe nichts gegen moderne Frauen, die sich Hexen nennen und keinem Menschen etwas Böses tun. Aber auch bei ihnen gibt es Licht und Schatten wobei ich den Schatten nicht akzeptieren kann. Und wie verhältst du dich, wenn sich beides mischt? Die Antwort wusste sie nicht sofort. Dann sagte sie doch etwas und wich aus. Ich entscheide mich dann je nach der Situation. Mehr kann ich nicht sagen. Finde ich gut. Jane Collins grinste nur schief. Sie ging dann zu einem anderen Thema über. Was machen wir mit den beiden? Wir lassen sie liegen. Wir werden sie abholen lassen, wenn alles vorbei ist. Dann sollten wir jetzt fahren. Genau das hatte ich vor. Aber erst lösen wir die Kette. Bleib du hier, ich nehme mir die andere Seite vor. Okay. Ich ging über die Straße und war alles andere als euphorisch. Wir hatten zwar ein erstes Hindernis aus dem Weg geräumt, aber das war nur ein kleiner Schritt gewesen. Größere und auch gefährlichere würden folgen. Nachdem wir die Kette von den beiden Baumstämmen gelöst hatten, ließ ich sie nicht auf der Straße liegen, sondern zog sie auf meine Seite, wo ich sie auf dem Waldboden liegen ließ. Man musste schon sehr genau hinsehen, um sie zu entdecken. Am Golf trafen wir wieder zusammen. Es war in der Zwischenzeit kein Fahrzeug gekommen, das in Richtung Ticehurst gelenkt worden wäre. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass um den Ort herum ein Bann lag, der nicht durchbrochen werden konnte. Als wir im Golf saßen und ich starten wollte, holte Jane ihr Handy hervor. Ich kam nicht dazu, ihr eine Frage zu stellen. Die Erklärung erhielt ich schon vorher. Ich habe Grace Golding versprochen, sie anzurufen, wenn ich in der Nähe bin. Ja, tu das. Ich räusperte mich. Wo glaubst du, wirst du sie finden? Kann sein in ihrer Wohnung. Es ist aber auch möglich, dass sie sich bei ihren Freundinnen aufhält. Sie hat das Treffen vorbereitet und sich deshalb in Tyshurst eingemietet. Verstehe. Und ich habe auch Angst davor, dass es noch mehr Tote geben könnte. Du meinst noch eine Hängepartie auf dem Friedhof? Ja, oder woanders. Ich hob nur die Schultern und ließ Jane in Ruhe telefonieren. Sie bekam auch Anschluss und sie stellte den Lautsprecher ein, damit ich mithören konnte. Ich bin es Jane. Schön, deine Stimme zu hören. Und wo steckst du? Jane sagte es ihr. Dann kannst du ja in wenigen Minuten bei uns sein. Richtig, nur musst du mir sagen, wohin ich fahren muss. Ich bin nicht im Ort, wo ich was gemietet habe. Ich halte mich bei meinen Freundinnen auf. Bei den Wohnwagen? Ja, auf dem Platz. Auf dem wir auch die Nacht verbringen wollen. Dann erklärte Grace, wie wir zu fahren hatten. Okay, dann kommen wir. Es entstand eine kurze Pause. Du hast ihn also mitgebracht? Habe ich, Grace, und es ist gut gewesen, dass er bei mir war, denn es hat schon Probleme gegeben. Wie denn? Das erzähle ich dir später. Okay, wir warten. Das Gespräch war beendet. Jane steckte ihr Handy weg und schaute mich an. Ist das in deinem Sinne? Ja, alles klar. Dann lass uns fahren, bitte. Es war zwar kein verwunschener Ort, in den wir fuhren, aber es sah auch nicht so aus, als wäre er vergessen worden. Hier präsentierte sich alles sauber und nett: gepflasterte Straßen, Vorgärten, in denen es blühte, eine saubere Hauptstraße und schmale Wege, die von ihr abgingen. Wiesen und Felder sahen wir ebenfalls. Es gab kleine Geschäfte für den täglichen Bedarf. Ein Bäckerladen war ebenso vorhanden wie der eines Metzgers. Es gab ein Hinweisschild auf den Friedhof, an dem wir aber nicht vorbeifuhren. Wir mussten bis an das Ende der Ortschaft und dort in einen schmalen Weg einbiegen, der uns wieder ins freie Gelände brachte, wo der Platz lag, an dem sich die Hexen getroffen hatten. Es war eine große Wiese, an deren einer Seite sich Wald ausbreitete. Auf dem freien Platz standen zwei Wohnmobile. Wir rollten auf die Wiese zu und hatten den Eindruck, in einer Schaukel zu sitzen, denn der Untergrund war alles andere als eben. Wir waren bereits gesehen worden. Drei Frauen sah ich zwischen den Wagen stehen, die uns nicht entgegenkamen, sondern abwarteten. Wer ist denn Grace Golding? fragte ich. Keine davon. Wir rollten die letzten Meter, und als ich auf die Bremse trat, wurde die Mitteltür eines Wohnmobils geöffnet. Eine Frau mit blonden Haaren trat ins Freie. Ist sie das? fragte ich. Ja, Grace Golding. Sie kam auf unseren Wagen zu. Ich stellte den Motor aus. Vier Frauen oder Hexen hatte ich bisher gesehen. Wie viele sich noch in den Wagen aufhielten, wusste ich nicht, das war mir auch egal, denn ich konzentrierte mich auf Grace Golding. Sie war eine überdurchschnittlich große Frau. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einem umhangähnlichen Oberteil, das in Höhe der Hüften endete. Ich hielt mich etwas zurück, während sich die beiden Frauen begrüßten. Neben der Fahrerseite stand ich, der richtige Platz, um meine Blicke schweifen zu lassen. Es war nichts zu sehen, was den Hexen hätte gefährlich werden können. Über diesem Gelände lag eine Ruhe, wie man sie sich nur wünschen konnte. Durch unser Erlebnis vorhin wusste ich allerdings, dass sie trügerisch sein konnte. Als sich die beiden Frauen begrüßt hatten, kam Grace auf mich zu. Sie schaute mir direkt in die Augen, und ich gab den Blick zurück, der mich weiterhin standhielt. Ich wartete darauf, dass mein Kreuz eine Reaktion zeigte, doch das war hier nicht der Fall. Du bist also John Sinclair. Ja, und du bist Grace Golding. Genau. Die Frau stemmte ihre Hände in die Hüften. Und du bist gekommen, um uns zur Seite zu stehen. Auch das ist richtig. Hexen zu helfen. Du als Jäger schwarzmagischer Wesen willst uns beschützen? Das habe ich bereits. Zusammen mit Jane Collins. Ihr Kopf ruckte herum. Stimmt das? Ich kann es nur bestätigen. Bevor ich dich anrief, kam es zu diesen Problemen, und ich kann schon jetzt zusammenfassen, dass euch eure Feinde im Visier haben. Wie meinst du das? Hör mir zwei Minuten zu, und die anderen auch. Die drei Hexen kamen näher. Sie bewegten sich noch vorsichtig und ließen mich nicht aus den Augen. Es waren wirklich keine Gestalten, wie man sie aus dem Märchen kannte. Keine hässlichen Weiber, sondern durch die Bank hübsche Frauen, die sich sehen lassen konnten. Vom Alter her zwischen zwanzig und vierzig Jahren. Sie sprachen nicht, sondern hörten zu, was Jane Collins ihnen zu sagen hatte. Und dabei wurde manches Augenpaar groß. Als Jane das letzte Wort gesprochen hatte, herrschte zunächst mal das große Schweigen, bis Grace eine Frage stellte. Sie musste so etwas wie die Anführerin der Gruppe sein. Und ihr seid sicher, dass es sich um Vampire gehandelt hat? Es waren Halbvampire, sagte ich. Grace schüttelte den Kopf. Was sagst du da? Ich wiederholte das Wort. Sie wollte mir noch immer nicht glauben und wandte sich wieder an Jane. Wie kommt ihr auf Halbvampire? Es gibt auch keine Halbhexen. Entweder bekennt man sich dazu oder man lässt es. Jane winkte ab. Seid nicht so ungläubig. Es gibt Halbvampire. Und es gibt Vampire. Und ihr müsst euch darauf einstellen, dass beide eure Feinde sind. Warum? Das zu erklären würde zu weit gehen. Man kann aber von einer Urfeindschaft sprechen. Sie wollen euch vernichten. Und da ist es ihnen egal, zu welcher Art von Hexen ihr gehört. Wir sind keine Kinderfresser. Du kannst die bösen Märchen vergessen. Wir sind Frauen, die sich hin und wieder treffen und ihren eigenen Weg gehen. Lebensberatung, Liebeszauber, Träume ergründen, Probleme diskutieren und sich gegenseitig helfen. Es gibt sogar Hexenvereine. Und man kann sie auch durch das Internet erreichen. Das weiß ich alles. Und trotzdem werden wir noch immer verfolgt und schief angesehen. Ich gebe zu, dass es auch bei uns Auswüchse gibt. Einige haben auch den Weg zum Teufel gefunden, den sie für einen Freund der Hexen halten. Wir nicht. Wir haben einen anderen Glauben. Wir glauben an die lebendige Natur. Und wir glauben daran, dass die Natur von Gottheiten beseelt ist und dabei ein Pantheon bilden, ähnlich wie man es im indischen Weltbild findet. Aber dieses Pantheon wird von einem obersten Gott regiert und beobachtet. Die Götter sind die Natur und deshalb für uns fassbar. Jeder Mensch ist ein Teil der Natur, und sie ist auch die Schöpfung, die wir mit Gott gleichsetzen. Es ist ein Glaube, der uns frei macht und den wir uns nicht nehmen lassen. Das weiß ich, erklärte Jane. Ich sage auch nichts dagegen, nur gibt es Feinde, die das anders sehen, und einige davon halten sich in eurer Nähe auf. Trotzdem werden wir nicht fliehen, die Walpurgisnacht steht bevor, und es ist unsere Nacht. Durch sie schöpfen wir Kraft. Wir werden uns nicht mit dem Teufel vermählen, wie so viele Menschen befürchten, sogar heute noch. Aber in dieser Nacht werden besondere Kräfte frei, die für uns wichtig sind. Jane Collins nickte. Aber ihr solltet dabei auf die Gegenseite achten. Man hat euch im Visier. Das kann ich nur eindringlich wiederholen. Und ihr habt bereits einen Vorgeschmack davon bekommen. Eine von euch wurde aufgehängt. Und jetzt meinst du, dass uns das gleiche Schicksal droht? Man muss davon ausgehen. Es sind keine normalen Menschen, die euch jagen. Es sind Halbvampire, die unter einem Befehl stehen und das tun, was ihnen ihre Chefin, eine Blutsaugerin namens Justine Carvalho, befiehlt. Grace Golding zuckte leicht zusammen. Wie heißt diese Person? Justine Carvalho. Die kenne ich nicht. Sie drehte sich zur Seite und sprach ihre Freundinnen an. Kennt ihr den Namen? Eine sprach für die anderen beiden. Nein, wir haben den Namen nie gehört. Und du meinst, dass sie uns auf der Spur ist? fragte Grace. Ja, sie strebt nach Macht. Sie hat bereits große Macht, aber sie will mehr, immer mehr. Wie die Menschen. Genau. Grace Golding schaute zu Boden. Dabei spielte sie mit den hölzernen Armreifen, die an ihren Gelenken hingen. Sie musste sich erst sammeln, bevor sie fragte, Willst du uns jetzt den Rat geben, von hier zu verschwinden? Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch sehr feige. Möchtest du lieber ausbluten? Diese Halbvampire werden dich nicht beißen, weil sie noch keine Vampirzähne haben. Aber sie haben Waffen, Messer, und sie setzen sie ein. Sie schneiden Wunden in die Körper und trinken das ausströmende Blut. Jane Collins hatte mit intensiver Stimme gesprochen und auch einen Erfolg erzielt. Die Sicherheit, mit der Grace Golding aufgetreten war, hatte Risse bekommen. Sie öffnete einige Male den Mund, um etwas zu sagen, was sie aber nicht schaffte. Dafür schüttelte sie den Kopf und fragte dann Was können wir denn tun? Es hat doch keinen Sinn, wenn wir fliehen. Man würde uns jagen, oder? Davon muss man ausgehen. Grace Golding hatte sich entschieden. Das drückte sie durch ein mehrmaliges Nicken aus. Wir bleiben, sagte sie dann. Es ist unsere Nacht, und die lassen wir uns nicht nehmen. Gut, das habe ich akzeptiert. Dann können wir uns darauf vorbereiten. Sie ballte die Hände zu Fäusten. Wenn sie hier erscheinen, werden wir ihnen einen entsprechenden Empfang bereiten. Und ihr werdet auf unserer Seite stehen, hoffe ich. Darauf müssen wir uns verlassen, und auf die Geister der Natur, die zu uns gehören. Wie ihr wollt, aber unterschätzt die Gefahr auf keinen Fall. Das könnte euer Ende sein. Keine Sorge, wir halten uns an die Regeln. Ich hatte bisher nur zugehört. Das hier war Jane's Job. Jetzt aber mischte ich mich ein. Kann ich davon ausgehen, dass ihr eure Feinde noch nicht gesehen habt? So ist es. Und eure Freundin wurde auf dem Friedhof verhängt? Ja, wir haben sie von dort geholt. Woher habt ihr gewusst, dass sie auf dem Friedhof war? Sie hat es uns gesagt. Aus diesem Ort stammt eine alte Großtante von ihr. Sie liegt auf dem Friedhof begraben. Und das Grab wollte sie finden. Verstehe. Dann ist die andere Seite schneller gewesen. Sie wusste Bescheid. Und ich denke, dass gerade Friedhöfe gute Verstecke für bestimmte Personen sind. Dazu zähle ich auch die Halbvampire, die wir ebenfalls jagen. Zwei von ihnen haben wir vernichten können. Wir wissen nur nicht, wie groß ihre Anzahl ist und wo sie sich aufhalten. Sie wollten den Ort abriegeln. Ob sie es auch an der anderen Seite versucht haben, weiß ich nicht. Ich werde aber nachschauen. Beim letzten Satz nickte ich Jane zu. Sie fand die Idee gut und sagte, ich denke nicht, dass hier in den nächsten Stunden etwas passiert. Ich glaube eher, dass die andere Seite die Dunkelheit abwarten wird. Die lieben sie. Fahr schon los, John. Vielleicht entdeckst du ja etwas, das für uns von Bedeutung sein könnte. Das hoffte ich. Ich hatte mir eigentlich die tote Frau ansehen wollen, das verschob ich jetzt. Sich im Ort umzuschauen war wichtiger. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen Bewohner auch befragen, denn fremde Personen mussten hier einfach auffallen. Ich saß wenig später in Chains Golf und fuhr los. Bei diesem Wetter verkrochen sich die Menschen nicht in ihre Häuser, sondern hielten sich im Freien auf, arbeiteten in den Gärten und auch Vorgärten und machten auf keinen Fall den Eindruck von Menschen, die sich irgendeiner Gefahr ausgesetzt fühlten. Daraus schloss ich, dass sich die Halbvampire gut versteckt hielten und das außerhalb von Ticehurst. Ich rollte an der anderen Seite aus dem Ort und sah, dass es keine Kette dort gab, die mich aufgehalten hätte. Ich konnte durchfahren, was ich aber nicht tat. Es gab zudem auch keinen Wald, sondern freie Sicht auf blühende Rapsfelder. Dort konnten sich keine Halbvampire verstecken. Ich drehte um und fuhr wieder zurück. Ich fuhr in die Nähe des Friedhofs und dachte daran, dass man auf dem Gelände die tote Hexe gefunden hatte. Friedhöfe und Vampire passten zusammen, aber auch Friedhöfe und Halbvampire. Da gab es wohl keine großen Unterschiede. Deshalb war ich optimistisch, als ich anhielt. Bis zum Eingang waren es nur wenige Schritte. Eine Türhälfte stand offen, und als ich den Friedhof betrat, umgab mich die übliche stille Umgebung. Ich hörte nur das leise Flüstern der Blätter, die der Wind bewegte. Die Toten konnten nicht mehr sprechen. Doch wer viel Phantasie aufbrachte, hätte dieses Geräusch als Flüstern der Geister der Verstorbenen ansehen können. Ich hatte kein besonderes Ziel und wollte mir nur einen Überblick verschaffen. So schlenderte ich über das Gelände, schaute mir die Gräber an, auch die Grabsteine, las Namen, vergaß sie wieder und ging auch über die schmalen Wege. Ich war allein und ich blieb allein. Niemand begegnete mir, und das hätte meine Hoffnung schmälern können, tat es aber nicht. Mein Gefühl sagte mir, hier richtig zu sein. Am Himmel hatte sich etwas verändert, seine Bläue war verschwunden, vom Westen her trieb der Wind weiße und graue Wolkenschiffe vor sich her, die sich auf dem gewaltigen Firmament verteilten. Ich hatte das Ende erreicht und machte mich wieder auf den Rückweg. Meine Hoffnung war immer noch nicht gesunken. Jetzt schaute ich mir die andere Hälfte des Geländes an, die nicht anders aussah. In den kleinen Orten wurden die Gräber der Verstorbenen noch gepflegt, was in den großen Städten nicht immer der Fall war. Hier konnte man nichts kritisieren. Niemand kam mir entgegen. Ich blieb allein mit der Natur, den Toten, den Grabsteinen und manchen Figuren, die auf den Gräbern standen. In der Regel waren es Engel oder Heilige, die verschiedene Posen eingenommen hatten, wobei ihre Gesichter allesamt in den Himmel gerichtet waren, weil sie von dort Erlösung erwarteten. Ich befand mich noch immer auf einem Seitenweg und wollte ihn schon verlassen, um den Hauptweg zu betreten, als mir etwas auffiel, das ich bei meiner Ankunft übersehen hatte. Es war das graue Gebäude mit dem Kreuz auf dem Dach, eine aus Stein gebaute Halle, in der auch die Trauerfeiern abgehalten wurden. Daneben sah ich noch einen Bau, der kleiner war und Ähnlichkeit mit einem Schuppen hatte. Etwas trieb mich dorthin. Ich passierte das große Gebäude und sah gleich darauf die graue Tür, die der Eingang zur Leichenhalle war. Es gab ein Fenster neben der Tür und ich wollte einen Blick in das Innere werfen. Das war nicht möglich, weil das Glas zu schmutzig und verklebt war. Blieb der normale Eingang. Das Holzviereck hing schief in den Angeln. Ich sah eine alte Klinke, die lose in ihrem Verbund hing. Daran musste ich einfach nur ziehen, um die Tür zu öffnen. Kein Problem. Und doch wurde es eins. Ich erlebte die Warnung durch mein Kreuz, das in meiner Jackentasche steckte und das ich kurz angefasst hatte. Die leichte Erwärmung ließ sich nicht wegdiskutieren. Sie war da. Und ich war gewarnt. Mir schoss durch den Kopf, dass dieses kleine Haus für die Aufbewahrung von Leichen ideal war. Aber auch als Versteck eignete sich der Bau. Ein Zurück gab es nicht mehr. Nochmal kurz Luft geholt, dann zog ich an der Tür und zerrte sie auf. Holz kratzte über Gestein, Staub wurde aufgewirbelt, alte Spinnennetze zerrissen, ich hatte einen freien Blick, weil mit dem Öffnen der Tür auch Licht in den Bau fiel. Meine Augen weiteten sich. Denn was ich hier sah, das hätte ich kaum für möglich gehalten. Sie waren da. Sie hockten auf dem Boden, lehnten mit dem Rücken an den Wänden und schauten allesamt auf die Eingangstür, die ich geöffnet hatte und auf deren Schwelle ich stand. Normale Menschen? Ja, sie sahen wie welche aus. Sie hätten ihre Münder öffnen können, ohne dass ich irgendwelche spitzen Vampirhauer gesehen hätte. Aber ich sah die Blicke auf mich gerichtet, und in ihren Augen sah ich nur die Kälte. Es waren Blicke, die nichts Menschliches mehr an sich hatten, und denn jeder sah wohl in mir seine Nahrung. Hier also verbrachten sie die Zeit bis zum Angriff und wahrscheinlich auch bis zum Einbruch der Dunkelheit. Zwar hatte ich mit ihnen gerechnet, aber ich hatte bei meinem Eintreten nicht gezählt, um wie viele Gestalten es sich handelte. Jetzt schaute ich sie mir genauer an und kam auf die Zahl sieben. Die sieben hat eine magische Bedeutung, das war mir schon klar. Dass es hier sieben Gestalten waren, musste Zufall sein, denn zwei weitere waren ja bereits von Jane und mir erledigt worden. Die Zahl wollte mir nicht aus dem Kopf. Das hatte seinen Grund. Ich dachte an meine Beretta, in der mehr als sieben geweihte Silberkugeln steckten. In der Tür stehen bleiben, die Waffe ziehen und dann gezielt schießen. Der Gedanke kam mir tatsächlich, aber ich spürte auch einen Kloß im Hals, denn ich war kein Vollstrecker oder Henker. Das ging mir gegen den Strich. Obwohl ich auch an die Menschen denken musste, deren Blut sie trinken würden. Im Moment ging es nur um die Hexen, aber auch sie waren Menschen und standen, soweit ich das beurteilen konnte, nicht mit dem Teufel in Verbindung. Es war still zwischen uns. Noch, denn die Stille hielt nicht länger an. Ich hörte das erste leise Lachen danach ein Flüstern und einen Satz, den ich verstand. Sein Blut hat einen guten Geruch. Richtig, ich kann es schon schmecken. Es reicht für uns alle. Das waren Bemerkungen, die mir nicht gefallen konnten, und ich gab ihnen eine entsprechende Antwort, ohne zuvor noch lange etwas erklären zu müssen. Ich zog meine Waffe und richtete die Mündung in den engen Raum, in dem es feucht roch, aber auch nach brackigem Wasser und verfaulten Blumen, denn in einer Ecke standen zwei kniehohe Metallvasen, aus denen Gestrüpp hervorschaute. Ihr seid sieben Personen, sagte ich mit lauter Stimme, um auch von ihnen verstanden zu werden. In meiner Waffe aber befinden sich wesentlich mehr Kugeln. Ich kann mir einen nach dem anderen vornehmen, und da ich weiß, wer ihr seid, brauche ich euch nicht immer tödlich zu treffen, denn die Macht des geweihten Silbers zerstört euch so, wie es auch bei Vampiren der Fall ist. Deshalb denke ich, dass ihr euch zurückhalten solltet. Ich hatte einiges klargestellt und rechnete damit, dass sie reagieren würden, was sie auch taten. Nur anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Sie bewegten sich. Einige stießen sich gegenseitig an, andere wiederum grinsten. Es gab einige Lacher und es wurden auch Schultern angehoben. Warum taten sie das? nahmen sie mich nicht ernst? War ich nicht mehr als eine Figur, ein Typ, mit dem man sich seinen Spaß machen konnte? Es passte mir ganz und gar nicht, dass man mich nicht ernst nahm. Dagegen musste ich etwas unternehmen. Es war gut, dass einer von ihnen aufstand, der sich um mich kümmern wollte. In dieser Situation kam mir in den Sinn, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn ich meinen Freund und Kollegen Suko mitgenommen hätte. Zwar war hier noch nichts passiert, ich fühlte mich trotzdem leicht überfordert und musste mich um die Gestalt kümmern, die sich erhoben hatte und sich auf mich konzentrierte. Sie tappte vor. Es war ein Mann, der eine Lederjacke trug, die offen stand. Darunter trug er ein Netzhemd. Seine Fäuste wirkten wie kleine Dampfhämmer, und im Gürtel seiner engen Hose steckte so etwas wie ein Enterhaken. Eine Waffe, die tiefe Wunden reißen konnte und genau richtig für einen Halbvampir war. Er musste noch ein kurzes Stück zurücklegen, um an mich heranzukommen. Ich hob meine Beretta ein wenig an, denn jetzt zielte ich auf den Kopf der Gestalt. Er grinste nur. Und er grinste so, dass es mir auffiel. Es war das Grinsen eines Siegers. Das allerdings konnte nicht sein. Er konnte nicht gewinnen. Er würde in die Kugel laufen. Ich schoss nicht. Verdammt, das Grinsen hatte mich nervös werden lassen. Und dann sah ich, dass er an mir vorbeischaute. Die Gefahr war da. Ich sah sie nur nicht, weil ich im Rücken keine Augen hatte. Aber der Halbvampir hatte mir durch sein Verhalten einen Hinweis gegeben. Hinter mir bahnte sich etwas an. Auf der Stelle drehte ich mich um, oder wollte es. Die Halbvampire waren mir im Moment egal. Ich schaffte die Drehung nicht ganz. Bis zur Hälfte hatte ich sie hinbekommen, als mich der griff von eisenharten fingern im nacken erwischte ich wurde herumgestoßen verlor dabei den boden unter den füßen weil man mich noch anhob dann erhielt ich einen stoß und wurde zugleich losgelassen ich stolperte weg von der tür konnte mich nicht mehr auf den beinen halten und übersah auch einen kantstein so dass ich nach vorn fiel und neben dem weg auf dem boden landete meine beretta hatte ich festgehalten mir war auch körperlich nicht viel passiert. Ich rollte mich herum und sah die Person, die mich so überrascht hatte. Es war jemand, den ich kannte. Es war eine Frau und zugleich eine Vampirin. Sie hieß Justine Carvalho. Als ich sie sah, rutschte mir zwar das Herz nicht in die Hose, aber der Fall hatte für mich eine neue Dimension bekommen, denn jetzt ging es zur Sache. Sie war die absolute Blutsaugerin. Sie war's, die letztendlich über die Halb- und auch Vollvampire herrschte. Sie war die Königin der Blutsauger, und in ihr steckte noch die Seele des Supervampirs Malmann oder Dracula des Zweiten. Schlimmer ging es nicht mehr. Abgebrüter konnte man nicht sein. Brutaler und menschenverachtender auch nicht. Es gab Zeiten, da hatte sie sich auf unsere Seite geschlagen und über eine ziemlich lange Zeitspanne im Haus der Detektivin Jane Collins gelebt. Aber diese Zeiten waren vorbei. Jetzt standen wir uns feindlich gegenüber. Das heißt, im Moment lag ich auf dem Boden und fühlte den Blick der Blutsaugerin auf mich gerichtet. Sie stand und grinste spöttisch, und dieser Spott war auch in ihren Augen zu lesen. Die Halbvampire hatte ich vergessen. Jetzt gab es nur noch uns beide. Sie ließ es auch zu, dass ich mich erhob, denn eine wie sie war sich ihrer Sache immer sicher. Ich fühlte mich gleich wieder besser, als ich stand. Noch immer war ich bewaffnet. Aber ich wusste auch, dass diese Unperson resistent gegen meine Kugeln war. Dass sie mich noch nicht getötet und zu einem Blutsauger gemacht hatte, lag an meinem Kreuz. Sie wusste, dass ich es aktivieren konnte. Und davor hatte sie schon Respekt. So war es zwischen uns noch zu keinem endgültigen Kampf gekommen. Auch jetzt belauerten wir uns. Die Halbvampire hielten sich zurück. Ihre Zeit würde noch kommen, und mir war klar, dass es mit der Cavallio an der Spitze gegen die Hexen ging. Ich nickte ihr zu. Dann sind die Fronten ja wohl geklärt, sagte ich. Wieso? Du bist unterwegs, um deine Halbvampire gegen die Hexen zu schicken. Ist das richtig? Kann man sagen. Sie lachte. Ich wollte ausprobieren, wie man sie umbringen kann, einmal durch Erhängen. Und dann werden meine Freunde sich auf sie stürzen und ihr Blut schlürfen. Hexenblut? rief ich. Ja, warum nicht? Ich habe immer gedacht, dass euch Vampiren das Blut einer Hexe nicht schmeckt. Das ist bitter und für euch fast so etwas ist wie Gift. Nein, das stimmt nicht. Nicht so, wie du es sagst. Ich bin auch nicht dumm. Ich habe mich umgehört und ich weiß, dass es Hexen und Hexen gibt. Auf der einen Seite diejenigen, die sich der Hölle verschrieben haben, auf der anderen Seite aber existieren Frauen, die sich als moderne Hexen bezeichnen, und mit denen haben wir es hier zu tun, und deren Blut könnte uns schmecken. Deshalb sind wir hier, das heißt, es schmeckt uns sogar. Aha, das habt ihr schon ausprobiert? Genau haben wir. Justine schüttelte den Kopf. Warum fragst du? Hast du es nicht gewusst? So ist es. Dann hast du die Erhängte nicht gesehen? Nein. Meine Antwort amüsierte sie. Sie hatte ihren Spaß und klatschte dabei sogar an die Hände. Du hast einen Fehler gemacht, John. Du hättest dir die Leiche anschauen sollen. Sie wies einige Wunden auf. Meine Freunde haben es sehr genossen, das Blut zu trinken. Erst danach haben wir sie aufgehängt. Für mich gab es keinen Grund, dir nicht zu glauben. Diese Prozedur war mir bekannt. Die Halbvampire mussten sich so verhalten, wenn sie an das Blut der Menschen wollten, denn ihnen fehlten die Zähne, wie die Carvalho sie hatte. Ich nickte ihr zu. Okay, ich habe verstanden. Ihr wollt hier euer Spiel aufziehen. Ihr wollt euch auch die anderen Frauen holen und sie hängen, wenn sie fast blutleer sind. Ja, das haben wir vor. Vor ihnen liegt ihre Nacht, auf die sie sich so gefreut haben. Einfach perfekt. Und wir werden dafür sorgen, dass die Walpurgisnacht in unserem Sinne abläuft. Diese Hexen haben keine Chance. Ich kannte die Cavaglio. Sie war sich ihrer Sache sicher. Was sie tat war durchdacht, wenn auch pervers. Ich sah hinter ihr die Halbvampire. Sie hielt nichts mehr in ihrem Versteck. Sie drängten ins Freie, und mir fiel auf, dass einige wie Rocker gekleidet waren. In ihrer Lederkleidung hätte ich sie mir auch auf einem Motorrad vorstellen können. Sie sagten nichts, sie taten nichts. Sie warteten darauf, dass ihre Chefin reagierte. Und die fixierte mich von oben bis unten, wobei sie sich die Lippen leckte. Sie sah aus wie immer: das Haar weizenblond, die Lederkleidung lag eng um ihren Körper. Da konnte man schon von einer zweiten Haut sprechen. Der Ausschnitt war entsprechend tief und zeigte eine viereckige Form. Die Brüste wurden in ihn hineingedrückt, und wer sie sah, bekam Herzklopfen und wünschte sich, mit dieser Frau ins Bett zu gehen. Sie war schön und auch grausam. Sie ernährte sich vom Blut der Menschen, und sie war keine Wiedergängerin, die sich am Tag verstecken musste, denn das Sonnenlicht machte ihr nichts aus. Sie zu besiegen war mehr als schwer, das hatte ich erlebt, als sie noch auf unserer Seite gestanden hatte. Das war jetzt vorbei. Wir waren Feinde, denn wir standen uns im Weg. Dein Pecht schon, dass du dich vor einen Karren hast spannen lassen, den du nicht ziehen kannst. Du weißt, dass ich besser und konsequenter bin. Aber ich weiß auch, dass du mir Probleme machen kannst, trotz allem. Deshalb ist es gut, dass wir klare Verhältnisse schaffen. Was ich so harmlos anhörte, war so etwas wie Sprengstoff in Watte verpackt. Sie würde nicht wollen, dass ich zu den anderen zurückging. Ich kannte ihre Kräfte, die einem Menschen über waren. Sie war die perfekte Feiterin. Sie war in der Lage, an Wänden hochzugehen oder sich in eine Ecke zu klammern, und wenn sie wollte, würde sie mich mit einem Sprung erreichen. Ich besaß die Beretta als die eine Waffe, und die wechselte ich schnell in die linke Hand, um mit der jetzt freien Rechten mein Kreuz aus der Tasche zu ziehen. Es gab eine Reaktion, aber nicht bei ihr, sondern bei den Halbvampiren, die sie umstanden. Sie zuckten zusammen, einige gewichen zurück, andere stießen Flüche aus. Die Cavaglio breitete ihre Arme aus. Keine Panik, John, es ist alles okay. Du brauchst deine Formel nicht zu rufen, denn du solltest daran denken, dass ich dich verschont habe. Ich hätte dich auch töten können. Das habe ich nicht getan und dich zu Boden geworfen. Eigentlich müsstest du mir dankbar sein. Es war reiner Hohn, aber es stimmte. Sie hätte mich töten können, aber ich wusste auch, dass sie das Spiel mit dem Feuer liebte und Menschen gern nach ihrer Pfeife tanzen ließ, bevor sie deren Blut trank oder sie einfach nur tötete. Mein Kreuz war eine Waffe. Ich spielte auch mit dem Gedanken, es zu aktivieren und sie in einer Lichtwolke zu zerstören. Gegen die Kraft des Kreuzes war schwer anzukommen, das war mir schon hunderte Male bewiesen worden. Na, John, was ist? Ich warte. Du kannst die Formel rufen, es macht mir nichts. Ich bin immer schneller, denn es dauert einige Zeit, bis du sie ausgesprochen hast. Das solltest du nicht vergessen. Das traf leider zu. Ich focht einen innerlichen Kampf aus. Bisher war es noch zu keiner Eskalation gekommen. Ich sah, wie der Blick der Blutsaugerin an meinen Lippen hing. Sobald ich mich bewegte oder etwas sagte, würde auch sie reagieren. Es gab zwar eine Distanz zwischen uns, die aber war für Justine Cavaglio lächerlich. Sie brauchte sich nicht mal anzustrengen, um sie mit einem Satz zu überwinden. Ich nickte und ließ die Hand langsam sinken. Wohl fühlte ich mich nicht dabei, doch ich dachte daran, dass es bestimmt bessere Chancen für mich geben würde. Justine nickte. Sehr gut, lobte sie. Es ist immer gut, wenn jemand seine Grenzen kennt. Stimmt, aber es ist noch nicht das Ende. Genau. Vor uns liegt eine Nacht. Sie fing plötzlich an zu lachen. John Sinclair als Beschützer der Hexen. Das ist völlig neu. Super, welchen Weg du eingeschlagen hast. Der sollte dir nicht neu sein. Schließlich hast du lange Zeit bei Jane Collins gewohnt. Ja, und sie hat sich geärgert, weil sie nichts dagegen tun konnte. Sie steht ebenfalls auf meiner Liste. Irgendwann werde ich sie besuchen und ihr Blut trinken. Das weiß sie auch. Aber sie kennt den Zeitpunkt nicht. Na, so wird sie weiterhin in Angst leben. Das bin ich ihr einfach schuldig. Schuldig? höhnte ich. Ja, denn ich sehe das anders. Ich kann sie unsterblich machen. Das ist es doch, wovon die Menschen träumen. Und ich denke, dass sie mir dankbar sein wird. Ich hatte alles verstanden, aber ich wollte mich auf keine weiteren Diskussionen einlassen. Leider hatte sie recht, und ich wusste auch, dass es Janes Trauma war. Obwohl sie eigentlich nie darüber redete und ihr Leben so normal wie möglich weiterführte. Ja, John, ich bin ihr Schicksal. Wir sind nach wie vor verbunden, auch wenn sich die Zeiten geändert haben und ich nicht mehr bei ihr lebe. Irgendwann bin ich da und schlage zu. Nur den Zeitpunkt werde ich euch nicht sagen. Dann trinke ich mich satt. Es waren ihre letzten Worte. Sie drehte sich um und ging. Dass sie mir dabei ihren Rücken zudrehte, störte sie nicht. Sie ließ ihre Helfer stehen, schnippte dann mit den Fingern und gab so das Zeichen für die Halbvampire. Sie folgten ihr. Mich ließen sie stehen wie einen dummen Jungen, der sich fragte, ob er alles richtig gemacht hatte. Es konnte sein, aber das würde sich erst später herausstellen. Ich musste zugeben, dass ich bei der Cavaglio immer befangen war, was irgendwelche Aktivitäten anging. Wäre sie eine normale Wiedergängerin gewesen, hätte ich sie längst aus dem Weg geräumt. Doch das war sie nun mal nicht. Ich hätte die Formel nicht aussprechen können. Durch ihre dämonischen Kräfte war sie mir immer überlegen und ich wollte mich nicht hier auf dem Friedhof niederschlagen lassen, um später an einem Baum zu hängen. Da ich mir das alles durch den Kopf gehen ließ, war ich mit meiner Reaktion doch zufrieden. Justine und die Halbvampire ließen sich nicht mehr blicken. Ich ging zurück zu Janes Auto und dachte darüber nach, dass es zu viele dieser Cretans gab. Woher Justine sie holte, war für mich ein Rätsel. Eigentlich waren sie Überbleibsel aus der Zeit von Dracula II. Die Sonne hatte sich verabschiedet, die Dämmerung würde bald einsetzen, und mit ihr der Beginn einer sehr wichtigen Nacht für bestimmte Personen. Den Rückweg fuhr ich unter völlig anderen Voraussetzungen. Ich wusste jetzt mehr und war trotzdem keinen Schritt weitergekommen. Das heißt, ich hatte die Gefahr nicht bannen können. Es war klar, dass sich die Hexen gegen diese brutale Übermacht nicht wehren konnten, und deshalb mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich erreichte den Platz oder die Lichtung vor dem Wald, und auch hier hatte sich das Sonnenlicht verabschiedet. Es war schon zu spüren, dass der Abend nahte. Die Stimmung war irgendwie anders geworden. Aus dem Ort ließ sich kein Bewohner blicken. Da war die Furcht vor dem Unbekannten wohl größer als die Neugierde. Ich ließ den Golf auf dem Grasteppich ausrollen und stieg aus dem Wagen. Man hatte mich bereits gesehen, aber es nahm keine der Frauen von mir Notiz. Zudem waren sie damit beschäftigt, Holz zusammenzutragen, um später ein Feuer machen zu können. Das war mir egal, denn es ging für mich um andere Dinge. Jane Collins lief auf mich zu, denn sie hatte meine Ankunft ebenfalls gesehen. Als sie stehen blieb und einen Blick in mein Gesicht warf, schüttelte sie den Kopf. Es sieht nicht gut aus, oder? Du hast leider richtig geraten. Sie winkt ab. Da brauche ich nicht zu raten. Das sehe ich, wenn ich in dein Gesicht schaue. Sie mischt mit und steht an der Spitze. Ich musste den Namen nicht erst sagen. Jane sprach ihn aus und es hörte sich doch wie eine Frage an. Die Cavallio. Ja. Und du hast sie gesehen? Nicht nur das. Ich habe mit ihr gesprochen. Und ich muss leider zugeben, dass ich mich in diesem Fall wie ein Verlierer fühle. Jane strich über meine linke Wange und tröstete mich. Das ist bei der Cavallio kein Wunder. Aber was ist genau passiert? Willst du das nicht sagen? Ja, ich fasse mich kurz und dann müssen wir hier zur Sache kommen. Jane hörte zu, was ich hier zu berichten hatte. Einige Male schüttelte sie den Kopf und zum Schluss fragte sie: Was machen wir denn jetzt? Darüber wollte ich mit dir reden. Hast du eine Idee? Die habe ich tatsächlich. Es ist am besten, wenn die Frauen von hier verschwinden. Sie steigen in ihre beiden Wohnmobile und flüchten von hier. Die Detektivin sagte erst mal nichts. Was sie dachte, das zeigte sich auf ihrem Gesicht. Dann drehte sie den Kopf und blickte zu den Frauen hinüber, die sich um den kleinen Holzstoß versammelt hatten, der bald brennen sollte. Nein, sagte sie. Genauer, bitte. Ich finde die Idee ja gut, flüsterte sie mir zu. Aber sie wird sich nicht umsetzen lassen. Warum nicht? Wir kriegen die Frauen nicht von hier weg. Es ist ihre Nacht, die bald anbricht. Walpurgis ist für sie wie das Weihnachtsfest für Kinder. Darauf haben sie sich gefreut. Sie werden nicht fliehen wollen und sich lieber auf ihre Kräfte verlassen. Dann sind sie verlassen. Mach ihnen das mal klar. Ich werde es versuchen. Und wie? Indem ich mir mit ihnen zusammen ihre tote Freundin anschaue. Das ist die Lösung. Zumindest hoffe ich das. Du kannst es versuchen. Wenn wir es schaffen, Grace Golding davon zu überzeugen, ist schon viel gewonnen, denn sie hat den entsprechenden Einfluss auf ihre Freundin. An deinen Plan glaube ich zwar nicht, aber wir sollten nichts unversucht lassen. Dann komm. Ich wollte gehen, doch Jane hielt mich zurück. Lass mich zuerst mit Ihnen sprechen, John. Wie du willst. Ich blieb zurück, während sich Jane zu den Hexen gesellte. Ich konnte nur hoffen, dass auch die Frauen erkannten, in welcher Gefahr sie sich befanden. Etwa zehn Minuten später standen wir vor der Seitentür des Wohnmobils. Grace Golding, Jane und ich. Die Hexe hatte schon eine Hand auf die Klinke gelegt und sprach mich an. Ich weiß zwar noch immer nicht, was es bringen soll, wenn Sie sich unsere tote Schwester ansehen, aber ich will nicht als unkooperativ dastehen. Darüber reden wir dann später. Das hat Jane schon getan. Und sie hat uns nicht überzeugen können. Ich hatte es befürchtet, behielt es aber für mich, weil ich erst alle Karten auswerten wollte. Grace Golding öffnete die Tür des Wohnmobils. Sie betrat den Wagen als Erste. Jane zupfte an meinem Ärmel. Keine Chance, John. Sie lassen sich nicht überzeugen. Trotzdem müssen wir alles versuchen. Im Wagen war das Licht eingeschaltet worden. Mich empfing eine muffig riechende Luft. Ich sah an verschiedenen Stellen Kerzen stehen, schaute auf Bilder mit geheimnisvollen Naturmotiven und sah, wie Grace Golding einen Vorhang zur Seite schob. Auch dahinter war es hell. So blickten wir auf die Person, die in einem schmalen Bett bekleidet auf dem Rücken lag. Trotzdem mussten wir nicht besonders intensiv nachschauen, um die Wunden an ihrem Körper zu sehen. Es floss kein Blut mehr aus ihnen. Sie waren verkrustet oder verschorft. Ich hatte mich über die Tote gebückt, das Licht reichte mir nicht aus, deshalb nahm ich meine Lampe zu Hilfe und leuchtete sie an verschiedenen Stellen an. Ja, das waren die Wunden, die von Messern oder ähnlichen scharfen Gegenständen hinterlassen worden waren. Auch Jane sah sie, denn sie stand direkt neben mir, und sie gab auch ihren Kommentar ab. Hat Vampire. Und davon haben wir sieben plus Justin Carvalho. Verdammt, das kann nicht gut ausgehen. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit für eine Flucht ausreicht, aber besser jetzt als gar nicht. Damit kommst du nicht durch, John. Die Frauen fühlen sich stark, und gerade in dieser Nacht. Ja, in der sie hängen sollen. Ich kann daran nichts ändern. Mein Nicken fiel leicht deprimiert aus, gesehen hatte ich genug, und deshalb richtete ich mich auf, nachdem ich meine Lampe ausgeschaltet und weggesteckt hatte. Lass uns gehen. Grace Golding hatte im Hintergrund gewartet, als sie sah, dass wir gehen wollten, versperrte sie uns den Weg. Und fragte sie: "Ich nick dir zu. Es ist wirklich besser, wenn sie alle sofort von hier verschwinden. Wenn sie sich den Körper ihrer Freundin genau angesehen haben, dann werden sie erkannt haben, dass ihn zahlreiche Wunden bedecken. Sie wurden der Frau beigebracht, um sie ausbluten zu lassen. Gewisse Personen haben sich daran gelabt und ihre Freundin anschließend gehängt. Das weiß ich." Und sollte ihnen das nicht Warnung genug sein? Sie lächelte und schüttelte den Kopf. Sie vergessen eines, Mr Sinclair, unsere Freundin ist allein gewesen, als man sie überraschte. Das wird uns hier nicht passieren. Wir bleiben zusammen und wir werden uns wehren. Es war nicht zu begreifen, und das sagte ich ja auch. Wir haben es hier nicht nur mit einem Täter zu tun. Auch die Gegenseite besteht aus einer Gruppe und sie wird von einer Unperson angeführt, gegen die wir kaum eine Chance haben. Sie wollen doch weiterhin am Leben bleiben. Deshalb ist es besser, wenn Sie die Flucht ergreifen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Grace schaute mich an. Der leicht arrogante und überhebliche Ausdruck in ihrem Gesicht war nicht zu übersehen. Nochmal, Mr. Sinclair. Diese Nacht gehört uns. Uns ganz allein. Wir sind die Hexen. Für uns wurde sie gemacht. Über das ganze Jahr hinweg haben wir uns darauf vorbereitet. Und keine von uns denkt daran, zu fliehen. Im Gegenteil, die nächsten Stunden werden uns neue Kräfte geben. Davon sind wir alle überzeugt. Was konnte ich da noch sagen? Nichts. Diese Person war einfach unbelehrbar. Mit einer scharfen Bewegung drehte sie sich um und ging zur Tür. Jane hob die Schultern. Auch sie hatte aufgegeben. Jetzt mussten wir bleiben und versuchen, das zu retten, was noch zu retten war. Grace Golding war ausgestiegen und Jane Collins folgte ihr. Sie stand noch nicht ganz draußen, als die Stille auf dem Platz von einem gellenden Frauenschrei zerstört wurde. Das war im Wald, rief Jane und rannte schon los. Ich hatte mich noch im Wohnmobil befunden, und deshalb hatte Jane einen Vorsprung. Als ich an Grace Golding vorbeirannte, sah ich den starren und auch erschreckten Ausdruck in ihrem Gesicht. Daran störte ich mich nicht und lief in die Richtung, in der auch Jane verschwunden war. Noch hetzte sie über die freie Fläche, und wieder einmal stellte ich fest, wie gut sie in Form war. Ich würde sie vor dem Waldrand nicht mehr einholen können. Sie schaute sich um, sah mich und winkte mir zu. Dabei erkannte ich, dass sie ihre Pistole in der Hand hielt. Einen Moment später war sie im Wald verschwunden. Ich hörte ihren Ruf dann wieder einen Schrei und kurz danach Janes Stimme. Lass sie in Ruhe. Ein raues Männerlachen folgte. Da hatte ich den Waldrand erreicht und es war mir, als würde ich auf eine Bühne schauen, auf der sich etwas bewegte. Man konnte es mit einem Schattentanz zwischen den Baumstämmen vergleichen, der sein plötzliches Ende fand, als der Schuss fiel. Und dann noch einer. Ein Schatten erstarrte für einen Moment, bevor er in die Knie sank, und dann völlig verschwunden war. Ich hatte am Klang der Waffe erkannt, dass aus einer Beretta geschossen worden war. Deshalb ging ich davon aus, dass Jane Collins alles klar gemacht hatte. John, bist du da? Ja, keine Sorge. Ich nahm wieder meine Lampe zu Hilfe und schwenkte sie nach links. Im hellen Strahl tauchte Jane auf, die mir zuwinkte. Ihre Geste beruhigte mich, und wenig später hatte ich den Wald betreten und stand neben Jane. Vor ihr lag jemand auf dem Boden. Die beiden Kugeln hatten seine Brust und seinen Hals erwischt. Er lebte nicht mehr. Jane hatte einen Halbvampir erschossen. Sein Gesicht war bereits dabei, zu zerfallen. Einer weniger, aber das konnte mich nicht fröhlich stimmen. Es gab noch genügend andere Gegner. Und natürlich die Cavallio. Ich fragte Jane nach der Frau, die geschrien hatte. Die habe ich auch gesehen. Er war bei ihr. Er hatte ein Messer. So viel ich erkennen konnte, ist sie verletzt. Ich hatte zugehört und dabei den Strahl meiner Lampe wandern lassen. Die Hexe saß auf dem Boden. Sie schrie nicht mehr, sondern jammerte nur leise. Ein Stich hatte sie an der rechten Hüfte erwischt und dort eine Fleischwunde hinterlassen, aus der Blut quoll. Mit der Hand versuchte die Frau, es zu stoppen. Wir helfen dir, sagte Jane und fasste sie an der Schulter an. Ich tat das Gleiche an der anderen Seite, und so zogen wir sie in die Höhe wobei sie nach rechts zuckte, weil sich dort die Schmerzen ausbreiteten. Wir stützten sie so gut wie möglich, verließen den Wald und blieben dort stehen, wo Grace Golding auf uns wartete. Ich ich habe doch nur Holz sammeln wollen, sagte die Verletzte und stöhnte. Schon gut. Er hatte ein Messer. Er war plötzlich da und hat sofort zugestochen. Grace machte ihr Mut. Keine Sorge. Wir haben eine Salbe, die dafür sorgen wird, dass sich deine Wunde bald schließt. Ich rechnete damit, dass die Halbvampire in der Nähe lauerten und nur darauf warteten, zuschlagen zu können. Einen Versuch hatten sie bereits gestartet, der allerdings fehlgeschlagen war. Wir schafften die Verletzte zu den anderen Frauen. Sie hielten sich zwischen den beiden Wagen auf und machten nicht eben einen glücklichen Eindruck. Grace Golding gab einer Freundin Bescheid, die sich um die Salbe kümmerte. Die Frau wurde in den zweiten Wagen gebracht. Auch Grace stieg mit ein. Jane und ich blieben im Freien und schauten über die Lichtung. Auf Jane prasselten die ersten Fragen ein. Die Hexen waren verunsichert. Sie wollten auch die Wahrheit wissen, und Jane hielt damit nicht hinter dem Berg. Knallhart sagte sie ihnen, auf was sie sich vorbereiten mussten. Sie sprach von Flucht und machte ihnen klar, dass Grace dagegen war. Ja, sagte eine junge Frau, beinahe noch ein Teenager, die Teile ihres dunklen Haars zu zwei Zöpfen geflochten hatte. Wir vertrauen Grace. Sie wird wissen, wie es weitergeht. Es ist unsere Nacht. Wir haben ein Jahr darauf gewartet, und diese Freude lassen wir uns nicht nehmen. Jane schüttelte den Kopf. Bei einer von euch hat es mit dem Tod geendet. Die zweite ist verletzt und hätte mit weniger Glück auch sterben können. Was denkt ihr euch? Wir haben Vertrauen. Und was ist mit euren Feinden? Ich gehe davon aus, dass sie uns schon unter Kontrolle halten. Der Wald ist dicht. Er bietet ein perfektes Versteck. Und eure Feinde sind grausam. Sie wollen euer Blut. Sie werden euch mit ihren scharfen Messern angreifen und Wunden zufügen, um euer Blut trinken zu können. Wollt ihr das riskieren? Die Nacht wird uns stark werden lassen. Die Natur steht auf unserer Seite. All ihre Geister werden uns beschützen. Darauf können wir uns verlassen dann seid ihr verlassen. Die Tür des Wohnmobils wurde geöffnet, und Grace Golding verließ den Wagen. Ihr Gesicht zeigte eine fast schon steinerne Starre. Ich habe die Wunde mit Salbe behandelt. Sie wird schnell heilen. Jane stellte eine etwas provozierende Frage. Wie viel Salbe hast du denn zur Verfügung? Unwillig schüttelte Grace den Kopf. Was soll das? Sie hustete leicht. Willst du uns Angst einjagen? Nein, das will ich nicht. Ich will euch nur auf etwas vorbereiten, denn ich denke, dass es für eine Flucht zu spät ist. Wir fliehen nicht, wir bleiben. Wir vertrauen auf uns, das solltest du endlich begreifen. In dieser Nacht werden Kräfte geweckt, die auf uns übergehen. Die Mächte der Natur, die wir anbeten, sind dazu in der Lage. Nein, sprach ich. Das könnt ihr glauben oder nicht. Ich sage euch, dass eure Feinde schneller sind. Ich habe sie leider nicht aufhalten können. Aber sie sind bereits da. Warum wollt ihr das denn nicht einsehen? Besonders du, Grace. Sollen wir vor einer Gefahr fliehen, der wir uns auch stellen können? Ihr nicht. Es sind keine normalen Menschen, auch wenn sie so aussehen. Es sind Halbvampire. Und sie werden von einer echten Blutsaugerin angeführt, deren Kräften ihr nichts entgegenzusetzen habt. Ich kenne Justine Carvalho. Ich weiß, wozu sie fähig ist. Und wenn du mir nicht glaubst, dann frage Jane Collins. Ja, sagte Jane. Das ist so. Ich würde es gern ändern, aber ich kann es nicht. Grace Golding senkte den Kopf. Wieder spielte sie mit ihren Armbändern. Wenn das alles so kommen wird, müssen wir uns überlegen, was wir tun können. Sie könnten es trotz allem noch mit Flucht versuchen, schlug ich erneut vor. Ein eisiger Blick traf mich. Nein, wir bleiben. Von Beginn an haben es die Hexen immer schwer gehabt. Das ist auch heute noch so. Die alten Vorurteile haben sich gehalten. Auch wenn man es nicht mehr so offen zugibt. Auch ich habe davon gehört, dass es Hexen gibt, die andere Wege gehen und gern mit dem Teufel zusammen sind. Dazu gehören wir nicht. Wir leben nach einer anderen Philosophie. Tu alles, was du für richtig hältst, aber tu keinem weh. Es ist ja sehr nobel, stimmte ich zu. Nur werdet ihr euch in diesem Fall selbst wehtun. Die Halbvampire sind eure Feinde. Sie wollen euer Blut. Und wir haben es hier mit sechs Gegnern zu tun, die keine Gnade kennen. Du bist doch gekommen, um uns zu beschützen. Dann nimm deine Aufgabe auch wahr. Jane hat auf dich gesetzt, wir haben auf Jane gesetzt. Tut endlich was. Es war klar, dass sie so dachte. Wir würden noch etwas unternehmen, aber wir brauchten Unterstützung. Eine Flucht kam nicht in Frage, aber wir mussten sie aus der Gefahrenzone bringen, und da gab es nur eine Lösung. Ich nickte den Frauen zu. Auch wenn es mir nicht passt, was hier abläuft, wir müssen das Beste daraus machen. Dann sagen Sie was. Ich ließ mich nicht provozieren und lächelte sogar. Sie müssen von ihr verschwinden. Also doch eine Flucht? Nein, lassen Sie mich ausreden. Sie können von ihr verschwinden, indem Sie sich nicht mehr im Freien aufhalten. Ab in die Wohnwagen. Grace Golding wartete nicht lange mit ihrer Reaktion. Sie nickte und wandte sich dann an ihre Freundin. Habt ihr alles gehört? Die Antwort bestand aus einem Nicken. Und seid ihr damit einverstanden? Das sind wir. Dann verteilt euch auf die Wagen. Und was ist mit dir, Grace? Kommst du nicht mit? Nein, ich bleibe hier draußen. Ich will sehen, ob es wirklich so schlimm kommt. Keine der Frauen widersprach. Ein Wort der Anführerin war für sie Gesetz. Grace Golding sorgte dafür, dass sich die Frauen verteilten. Jane konnte mit mir reden, ohne dass uns jemand hörte. Und? Bist du zufrieden? Natürlich nicht. Aber mehr haben wir nicht herausholen können. Ihr Ego ist zu stark und sie verlassen sich darauf, dass die Kräfte der Natur ihnen zur Seite stehen. Und wie siehst du das? Es gibt einen Naturdämon, vor dem ich Respekt habe. Das ist Mandragoro. Ich glaube allerdings nicht, dass er hier mitmischen wird. Sonst hätte er sich schon längst gemeldet. Jane nickte nur. Dann fragte sie. Wird es Justine auf einen endgültigen Kampf ankommen lassen? Ich hob die Schultern. Es tut mir leid, dass ich nicht in ihre Gedankenwelt schauen kann, aber ausgeschlossen ist nichts. Und du weißt selbst, dass sie nur auf eine günstige Gelegenheit wartet, um dich zu einer Blutsaugerin zu machen. Diese Chance hatte sie in der letzten Zeit schon oft. Du glaubst gar nicht, wie ich mich manchmal fühle, wenn ich in der Nacht schlaflos im Bett liege. Da lausche ich dann auf jedes Geräusch und rechne stündlich mit ihrem Erscheinen. Im Moment hat sich mein Zustand gebessert, aber vergessen kann ich es nicht. Verstehe ich, Jane. Nur will sie den Zeitpunkt bestimmen, und sie möchte, dass du noch zitterst. Ich werde es überleben. Es war ein guter Satz, aber er hatte nicht wirklich überzeugend geklungen. Grace Golding verließ den Wagen. Sie kam zu uns und fragte Gibt es schon etwas Neues? Nein, sagte Jane. Aber die andere Seite hat Zeit und viel Geduld. Vor uns liegt noch eine lange Nacht, und ich denke, dass man die Dunkelheit ausnutzen wird. Ja, sollen sie kommen. Grace, du darfst sie nicht unterschätzen. Es sind Bestien auf zwei Beinen, die unbedingt Blut brauchen. In ihrer Gier tun sie einfach alles. Du hast doch einen erledigt. Das ist richtig, aber seid auch ihr bewaffnet? Nein, wir sind friedliche Menschen. Das ist im Prinzip gut, aber hier muss man umdenken. Ich habe den Halbvampir mit zwei geweihten Silberkugeln getötet. Jetzt weißt du, wie man sie sich vom Hals schaffen kann. Wir haben keinem etwas getan, fuhr Grace fort. Wirklich keinem. Das solltest du wissen. Jane ging einen Schritt auf Grace zu. Aber das interessiert diese Wesen nicht. Sie brauchen Blut. Und weiter? Reicht das nicht? Grace Golding drehte ihren Kopf weg. Sie sagte nichts mehr. Höchstwahrscheinlich waren ihr die Argumente ausgegangen. Nach einigen Sekunden betrat sie eines der Wohnmobile und kehrte mit einem flachen Wassersprenger wieder zurück. Was willst du damit? fragte Jane. Es ist für uns ein heiliges Wasser. Ich werde damit die Wagen besprengen und auch den Boden hier. Sie werden es nicht wagen, sich zu nähern. Wir sind schon da. Von oben her hörten wir die Stimme der blonden Bestie Justine Carvalho. Sie hatte uns wieder mal überrascht. Wie hätte es auch anders sein können? Sie hatte sich angeschlichen, war auf das Dach eines Wagens geklettert und hatte dort eine ideale Position gefunden. Bestimmt hatte sie uns belauscht und sich über unsere Unsicherheit amüsiert. Drei Augenpaare starrten schräg in die Höhe. Die Cavallo stand dort wie die Statue einer Siegerin. Sie hielt beide Arme in die Höhe gestreckt, und selbst in der Dämmerung war zu sehen, wie sie lachte, denn sie hatte den Mund verzogen. Klar, dass sie sich als Siegerin fühlte, so war es bei ihr immer. Sie war die große Siegerin, die alles beherrschte. Ist sie das? flüsterte Grace Golding. Ja, sagte Jane. Grace nickte. Sie gehört nicht zu uns, das spüre ich. Sie ist eine Feindin. Aber ich werde sie abwehren, und das geschieht so. Mit zwei blitzschnellen Armbewegungen sorgte sie dafür, dass Wasser aus den Löchern trat und in die Höhe spritzte so hoch, dass auch Justine an den Beinen erwischt wurde. Die Vampirin konnte darüber nur lachen. Das ärgerte Grace und machte sie wütend. Sie schüttelte den Kopf, dann schrie sie uns an. Schieß doch, schieß die vom Dach, sie bietet ein wunderbares Ziel. Das bot sie zwar, aber eine Cavallo ließ sich mit einer Kugel nicht aus dem Weg schaffen. Das wusste sie, deshalb blieb sie stehen und Jane gab Grace eine Erklärung. Sie ist stärker als unsere Kugeln. Diese Blutsaugerin ist ein Phänomen. Aber wir sind zu dritt. Wir sind stärker als sie. Ein Schrei löste sich aus ihrem Mund. Da, sie haut ab. Justine lachte nur, drehte sich um und sprang an der anderen Seite zu Boden. Wir hörten noch den Aufprall. Ich war schon unterwegs, sah sie für einen Moment vor mir, dann huschte sie weg, lachte dabei und rief Wir sehen uns bald. Sie war bis zum Wald gelaufen und dort verschwunden. So hatte ich das Nachsehen. Ich ging wieder zu den beiden Frauen zurück. Die Hexe hatte ihre Sicherheit verloren. Sie lehnte mit dem Rücken am Wohnwagen und schüttelte den Kopf. Dabei sprach sie mit sich selbst. Wir verstanden kein Wort. Erst als Jane sie an der Schulter fasste und durchschüttelte, hörte sie auf. Sie hatte ihre Sicherheit verloren, denn das Erlebte hatte an ihren Nerven gezerrt. Jane gab ihr einen guten Rat. Es ist am besten, wenn du ebenfalls in einen Wagen gehst und uns die Sache überlässt, okay? Die Antwort erhielt Jane wenig später. Ich weiß, dass ich schwach bin. Ich habe es erlebt. Aber ich will es nicht. Ich will meine Freundinnen nicht im Stich lassen. Es ist unsere Nacht. Wir feiern sie. Und ich weiß nicht, warum man uns nicht in Ruhe lässt. Sonst hat sich auch keiner um uns gekümmert. Die Menschen hier im Ort kennen das. Es ist nicht die erste Walpurgisnacht, die wir hier verbringen. Die Leute warten schon darauf, dass die Flammen lodern und es werden auch Zuschauer kommen. Warum kann das jetzt nicht wieder so sein? Weil Feinde unterwegs sind, die euer Blut wollen. So einfach ist das. Ihr seid die perfekten Opfer hier in der Einsamkeit. Keiner wird sich um euch kümmern. Oder haben die Menschen hier im Ort mitbekommen, dass eine von euch auf dem Friedhof gehängt worden ist? Nein, nur meine Wirtin aber sie habe ich hypnotisiert und ihr die Erinnerung genommen. Dann wird es keine Zeugen geben. Die Hexe hob nur die Schultern. Was sollen wir denn jetzt machen? Wer kann uns schützen? Walpurga, der diese Nacht gewidmet ist? Sieht sie aus dem Jenseits alles? Könnte sie eingreifen, wenn wir zu ihr fliehen? Sie ist eine Heilige, wir haben sie verehrt, das war schon immer so. Jetzt können wir ihre Hilfe gebrauchen. Ich habe gehört, dass schon viele Heilige eingegriffen haben, das sind Wunschträume, sagte Jane. Du musst dich schon auf uns verlassen. Und wie stark seid ihr? Das wird sich herausstellen. Ich hatte die beiden Frauen reden lassen und mich ein paar Schritte von ihnen entfernt. Ich war nicht auf den Wald zugegangen, sondern weiter auf die freie Lichtung. Noch konnte ich sehen, auch wenn das graue Zwielicht meinen Augen nicht eben gut tat. Mein Blick glitt weit nach vorn und ich holte plötzlich scharf Luft. Denn ungefähr dort, wo die Lichtung zu Ende war, sah ich die Bewegung. Zuerst nur schwach, aber es war schon zu erkennen, dass es sich um mehrere Personen handelte. Als mir das klar geworden war, spürte ich die Kälte in meinem Nacken. Noch behielt ich die Entdeckung für mich und lauerte darauf, wie es weitergehen würde. Sie bildeten weiterhin eine Mauer aus Menschenleibern, und sie hatten es nicht eilig, denn sie gingen mit gemächlichen Schritten. Nach weiteren fünf Sekunden war mir klar, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Es waren die Halbvampire. Wäre es hell gewesen, hätte ich sie zählen können. So ging ich davon aus, dass es noch sechs waren. Einer lag ja im Wald und hatte zwei Silberkugeln schlucken müssen. Zu hören war nichts. Sie schlichen wie Geister auf mich zu, aber ich bekam etwas zu sehen, als sie eine gewisse Nähe erreicht hatten. Ihre Zahl änderte sich nicht, doch jetzt fiel mir auf, dass sie etwas in den Händen trugen. Jeder besaß denselben Gegenstand. Er wurde festgehalten und hing herab, wobei er die Schwingungen des Gehens nicht auspendeln konnte und sich ebenfalls bewegte. Was war das? Noch war ich mir nicht klar, aber sie kamen näher, und mir ging ein Licht auf. Ich wusste, was sie in den Händen hielten, und stieß einen leisen Fluch aus. Jeder von ihnen hielt eine Schlinge fest, die bald die Hälse der Hexen schmücken sollten. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich wusste, dass Justine Carvalho für jede böse Überraschung gut war. Und hier hatte sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Eine Hängepartie von mehreren Personen, an der die Carvalho ihren Spaß haben würde. Erst würden die Halbvampire trinken, sich mit Blut vollsaugen, dann würde es zu einem bösen Finale kommen und ich fühlte mich wie jemand, der zwischen den Fronten stand. Wären es nur die Halbvampire gewesen, auch in der Überzahl, hätten Jane und ich uns ihnen entgegenstemmen können. Wir beide zusammen besaßen genügend Munition, um sie aus dem Weg zu schaffen. Aber da gab es noch jemanden, eben die blonde Bestie Justine Carvalho, und sie konnte man als einen Joker bezeichnen. Erst einmal musste ich mich um die sechs Halbvampire kümmern. Sie gingen weiter. Es gab nichts, was sie hätte aufhalten können. Weder Bäume, Sträucher, noch sonst etwas. Und sie traten immer deutlicher hervor, weil sie näher kamen. Ich hatte nicht mehr darauf geachtet, was sich hinter mir abspielte. Dafür tippte mir jemand auf die Schulter, und ich hörte Janes Stimme. Erschrick nicht. Ist schon okay. Aber das da nicht, oder? Das kannst du laut sagen. Ich wies hin. Siehst du, was jeder von ihnen in den Händen hält? Jane nickte und antwortete mit belegter Stimme, Wie es aussieht, sind es Schlingen, durch die man Köpfe stecken kann, oder liege ich da falsch? Nein, liegst du nicht. Sie wollen das Blut der Frauen trinken und sie danach hängen. Mist, du sagst es. Was können wir tun? Ich berichtete ihr von meinem Plan, den ich mir ausgedacht hatte. Jane hörte aufmerksam zu, holte anschließend tief Luft und sagte nur zwei Sätze. Das ist wohl die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir müssen es machen wie auf dem Schießstand. Genau. Sie warf mir einen Blick von der Seite zu. Fühlst du dich dabei wohl? Nein, aber ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit. Dann lass uns in den sauren Apfel beißen. Dass die Halbvampire aussahen wie Menschen, machte die Sache für uns nicht einfacher. Beide atmeten wir schwer, als wir unsere Waffen hervorholten. Welche nimmst du, John? Ich entschied mich sofort. Die linke Seite. Okay, dann nehme ich die andere. Die sechs Gestalten waren noch zu weit entfernt, als dass wir einen sicheren Schuss hätten anbringen können. Deshalb mussten wir warten. Wir wussten beide, was auf uns zukam. Die Spannung stieg von Sekunde zu Sekunde. Ich konnte mir zudem nicht vorstellen, dass sich die Halbvampire einfach so abschießen lassen würden. Das Licht begünstigte unser Vorhaben nicht eben. Der Himmel war mit tief hängenden Wolken bedeckt, die kaum noch Lücken aufwiesen. Gibst du das Kommando? fragte Jane. Ja, aber lass sie nahe genug herankommen. Wir haben alle Zeit der Welt. Und dann müssen die Kugeln sitzen. Fehlschüsse können wir uns nicht leisten. Alles klar. Wir durften auf keinen Fall verkrampfen, mussten locker bleiben. Nur dann würden wir erfolgreich sein. Wir waren darauf konzentriert, uns den Weg freizuschießen. Wir rechneten auch mit dem einen oder anderen Problem, aber nicht mit dem, was wirklich passierte. Hinter uns gellten Rufe und Schreie auf, und dazwischen hörten wir das Lachen der blonden Bestie. Es war für Justine Cavaglio ein Spiel, das sie liebte. Selbst erstmal im Hintergrund bleiben und von dort aus die Fäden ziehen und die Fallen stellen. Sie wusste, dass Sinclair und auch Jane Collins nicht aufgeben würden. Um etwas zu erreichen, mussten sie die Feinde der Hexen aus dem Weg räumen. Das waren eben die Halbvampire. Sie waren in der Überzahl. Doch das hatte bei einem Mann wie Sinclair nichts zu sagen. Da musste man schon mit härteren Bandagen kämpfen. Aber sie kamen. Es war ihr Ziel, die Hexen zu vernichten. Deshalb mussten sie in der Nähe sein. Sie hatte ihnen genaue Anweisungen gegeben und Justine hoffte, dass sie sich daran hielten. Sie musste nur warten. Das tat sie zwischen den nahen Bäumen, wo die Dunkelheit sie schützte. Von diesem Platz aus war es ihr möglich, die Bewegungen ihrer Gegner zu verfolgen. Es trat genau das ein, was sie erwartet hatte. Ihr Plan klappte nicht nur, er war sogar perfekt. Ihre Augen leuchteten auf, als sie die beiden beobachtete, wie sie sich den Halbvampiren in den Weg stellten. Sie nickte. Es lief zu ihrer Zufriedenheit. Ihre Helfer setzten ihren Weg fort. Sie kamen immer näher und lenkten durch ihr Verhalten Sinclair und die Collins ab. Besser konnte es nicht für sie laufen. Einige Sekunden wartete die Cavallio noch, dann setzte sie sich in Bewegung und schlich am Waldrand entlang, so weit vor, bis sie die Höhe der beiden Wohnmobile erreichte. Sie standen nebeneinander. Aber zwischen ihnen befand sich ein genügend großer Raum, um agieren zu können. Und diesen Platz brauchte die Cavallio auch. Die Hexen hatten sich zurück in die beiden Wagen verzogen. Sollten sie? Es war der Cavallio egal. Sie würde sie schon wieder ins Freie locken. Eine jedoch hatte sich nicht in einen der Wohnwagen zurückgezogen. Diese Anführerin. Die große Person mit den blonden Haaren, die genau wusste, was sie wollte und auch ihre Freundinnen unter Kontrolle hatte. Grace Golding schaute nur nach vorn. Sie wollte Sinclair und Jane Collins nicht aus den Augen lassen. Denn dort würde die Musik spielen. Es lief gut. Justine lächelte. Das war ihr Spiel. Hier konnte sie mal wieder ein Zeichen setzen. Vampire und Hexen mochten sich nicht, was zumeist an den Vampiren lag, denn für sie waren die Hexen so etwas wie eine Konkurrenz. Grace Golding war so in ihr Schauen vertieft, dass sie die andere Person nicht hörte. Justine dachte auch nicht daran, sich zu früh bemerkbar zu machen. Sie ging so weit vor, bis sie in Höhe der beiden Seitentüren stand. Justine öffnete zuerst die Tür an der linken Seite, dann nahm sie sich die rechte vor. Es war nicht viel zu hören, aber das Öffnen der Türen war eine Botschaft für diejenigen, die sich in den Wagen aufhielten. Sie kamen. Sie wurden angelockt. Sie drängten sich an den Türen zusammen, und genau darauf hatte die Carvalho gewartet. Sie hatte gewollt, dass man sie sah. Und das war jetzt der Fall. Denn als die ersten Schreie der Hexen aufgellten, sprintete sie los. Es war nur ein kurzer Lauf. Er fand sein Ende in dem Augenblick, als sich Grace Golding umdrehte. Grace begriff innerhalb von winzigen Augenblicken. Aber sie schaffte es nicht mehr, sich zur Wehr zu setzen. Denn die Cavallo war schneller. Sie griff zielsicher zu und fasste nach den blonden Haaren der Hexe, die irre Schmerzen verspürte als an ihren Haaren gerissen wurde. Sie schrie auf, aber die Cavaglio ließ sie nicht los. Mit einer fast wütenden Bewegung schleuderte sie Grace Golding herum, ohne deren Haare loszulassen. Der Körper schlug gegen beide Wagen. Dann zog die Blutsaugerin ihre Beute wieder zu sich heran, wobei sie sich nicht um die Schreie der Hexen kümmerte, denn sie musste ihren Triumph loswerden, und das geschah durch ein hartes Lachen. Genau dieses Lachen hatten wir gehört. Obwohl keiner von uns eine Lampe in der Hand hielt, sahen wir, was passiert war. Justine Carvalho hatte bewiesen, dass sie noch da war. Sie hatte eingegriffen und führte jetzt Regie. Sie hatte sich die Anführerin der Hexen geholt und kampfunfähig gemacht. Grace kniete neben der Vampirin am Boden. Ihr Kopf war in den Nacken gerissen worden, weil die Carvalho eine Hand im Haar der Frau vergraben hatte und zudem daran zog was an Grace Goldings Gesicht zu erkennen war, denn es war schmerzverzerrt. Unsere Lage hatte sich verschlechtert, daran gab es nichts zu rütteln, wir mussten damit fertig werden und uns etwas Neues einfallen lassen. Noch standen wir zwischen den Fronten, und das würde leider auch so bleiben, denn ich glaubte nicht daran, dass die Halbvampire ihren Weg stoppen würden. Wir mussten sie im Auge behalten, und da war mir Jane Collins eine gute Partnerin. Schau zurück, Jane, Gebracht, was sie tun, und wenn es nicht anders möglich ist, schießt du. Verstanden, antwortete sie mit ruhiger Stimme, bevor sie sich umdrehte. Ich wusste, dass ich mich auf die Detektivin verlassen konnte. Gemeinsam hatten wir schon einige Schlachten gegen die Mächte der Finsternis geschlagen, und auch jetzt mussten wir uns wieder als Team bewähren. Ich kümmerte mich um Justine Carvalho. Sie hatte ihre Haltung nicht verändert. Nach wie vor zog sie an den Haaren der Hexe, die schräg auf dem Boden hockte. Gegen die Wiedergängerin hatte sie keine Chance. Die Cavallio war mit übermenschlichen Kräften ausgestattet, und doch ich würde im Kampf gegen sie den Kürzeren ziehen. Das war mir klar. Deshalb versuchte ich es immer wieder mit einer gewissen Raffinesse und mit Tricks, aber ob die mir in diesem Fall helfen würden, stand in den Sternen. Die Türen der Wagen waren nicht wieder geschlossen worden. Die anderen Hexen drängten sich in den Öffnungen zusammen, aber keine traute sich, den Wagen zu verlassen. Noch waren sie Zuschauer, und ich hoffte, dass sie es auch bleiben würden. Die Halbvampire und die Cavallio sollten nicht siegen. Na, was ist schon? Gefällt dir die Lage? Ich winkte ab. Das ist eine dumme Frage. Warum? Du bist doch sonst voller Optimismus. In diesem Fall hat er dich wohl verlassen. Das Leben ist nun mal so. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, dass man verloren hat. Das ist hier bei dir der Fall. Ich hole mir das, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde mit meinen Freunden ein Blutfest veranstalten. Jane und du, ihr seid meine Ehrengäste. Und wärst du dir das vorgestellt? Ich werde mit Grace beginnen. Sie gehört mir. Aber die anderen Hexen überlasse ich meinen Verbündeten. Sie lachte und sprach danach Jane Collins an. Hüte dich davor, auch nur einen meiner Getreuen zu vernichten. Ich würde dich sofort töten und dir kein ewiges Leben schenken. Das habe ich gehört, Justine. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Deine Freunde warten bereits auf dich. Justine nickte und wandte sich wieder an mich. Sinclair, du wirst in diesem Drama mitspielen. Doch ich habe für dich eine Statistenrolle ausgesucht und hüte dich davor, sie zu verlassen. Es wäre tödlich für dich. Keine Sorge, du kannst tun und lassen, was du willst. Sie lachte. Soll ich mich jetzt bedanken? Es ist kaum zu glauben, dich so kooperationsbereit zu sehen, aber ich gebe zu, dass du schon immer ein Realist gewesen bist und es verstanden hast, Situationen richtig einzuschätzen. Möglich. Es hatte keinen Sinn, wenn ich jetzt versuchte, den Helden zu spielen. Das brachte nichts. Ich hoffte, dass meine Chance noch kommen würde. Überalte Reaktionen waren nie gut. Die Cavallio zerrte an den Haaren der Hexe. Grace Golding litt unter den Schmerzen und schrie auf. Tränen schossen in ihre Augen, was die Blutsaugerin nicht kümmerte. Komm hoch! Grace stöhnte. Sie quälte sich auf die Beine. Ich konnte ihr dabei nicht helfen und dachte daran, dass auch sie bestimmte Kräfte in sich wohnen hatte, die aber nichts im Vergleich zu denen waren, auf die Justine sich verlassen konnte. Schwankend stand die Hexe da. Ihr sonst so harter Blick war durch die Tränen wässrig geworden. Die Cavaglio ließ sie nicht aus den Augen und schüttelte sie sogar noch durch. Grace verkniff sich einen Schrei, und die Blutsaugerin lockerte ihren Griff, ohne die Haare allerdings ganz loszulassen. »Ich habe meinen Plan fast erfüllt. Die Nacht ist angebrochen. Walpurgis, eure Zeit. Stunden, in denen ihr euch wohlfühlt und Kraft tankt. Das ist jetzt vorbei. Denn die Nacht gehört mir.« der Vampirin. Und sie gehört meinen Getreuen, die schon auf deine Freundin warten. Ihre Klingen sind geschärft. Sie werden in die Körper gleiten und für Wunden sorgen, aus denen das Blut fließen wird. Dich verschone ich, denn du wirst meine private Beute sein. Grace Golding hatte zugehört, aber nichts gesagt. Dann erhielt sie den nächsten Befehl. Du wirst deinen Hexen sagen, dass sie ihre Wagen verlassen sollen. Ich will sie draußen haben. Und dann? Hol sie erst her. Es gibt der Frau nichts anderes übrig, als ihre Freundinnen zu rufen. Das wäre nicht nötig gewesen, weil die sowieso schon in den offenen Türen standen, doch jetzt wussten sie, was sie zu tun hatten. Und eine nach der anderen verließ die beiden Wagen. Sie bewegten sich ängstlich. Sie schauten ihre Anführerin an und mussten erkennen, dass sie keine Chance hatten. Auch ich fühlte mich mies und in die Ecke gedrängt. Jane Collins erging es nicht anders. Da brauchte ich nur einen Blick in ihr Gesicht zu werfen. Der Ausdruck sah nicht aus wie der einer Siegerin. Auch die letzte Hexe verließ den Wagen. Es war die junge Frau mit den Zöpfen. Sie fand den Mut, vor der Cavallo stehen zu bleiben und eine Frage zu stellen. Wer bist du wirklich? Erst hörte man das Lachen. Dann sagte Justine: "Ich bin bald deine Göttin kleine." Mit der flachen Hand strich sie über das Gesicht und auch am Hals entlang. Ich rieche dein Blut. Es ist so jung und so frisch, es wird mir bestimmt munden. Ich werde meinen Freunden sagen, dass sie mir noch etwas übrig lassen. Wie heißt du eigentlich? Elisa. Ein schöner Name. Ja, er gefällt mir. Ich freue mich schon jetzt auf dein Blut. Sie gab ihr einen Klaps auf die Wange. Aber jetzt gehe zu den anderen Hexen. Das tat Elisa noch nicht. Und wo sollen wir hin? Ihr werdet erwartet. Elisa sagte nichts mehr. Sie drehte sich um, senkte den Kopf und ging dorthin, wo Jane Collins stand, die ihre Beretta zwar noch gezogen hatte, deren Mündung aber zu Boden wies. Auch ich riskierte einen Blick. Mittlerweile war es richtig finster geworden. Die Halbvampire hielten sich auf der Rasenfläche auf, doch sie waren nicht mehr so deutlich zu sehen wie noch zuvor. Überhaupt gefiel mir die Dunkelheit nicht. Sie war nicht für unsere menschlichen Augen geschaffen. Aber ich brauchte mir darüber keine weiteren Gedanken zu machen, denn einer der Halbvampire hatte sich von der Gruppe entfernt. Ich sah eine Flamme in die Höhe zucken, hörte dann ein Zischen und plötzlich brannte der Holzstoß, den die Hexen errichtet hatten. Hoch loderten die Flammen. Jetzt hatten wir Licht. Eine helle, zuckende und feurige Insel war entstanden. Ein Mittelpunkt, den die Halbvampire nicht grundlos geschaffen hatten. Sie wollten das Blut sehen, wenn sie die Hexen anstachen und es aus den Wunden lecken. Ihre Schlingen hielten sie nicht mehr fest, sie hatten sie zu Boden gelegt. Auf der Lichtung hatte sich etwas verändert, es ging nicht allein um das Feuer, denn jetzt hielten sich dort auch die Hexen auf. Sie waren dorthin getrieben worden, genau auf die Halbvampire zu, die sie nicht aus den Augen ließen. Die Stricke mit den Schlingen lagen im Gras. Jetzt hatten sie sich mit anderen Waffen versorgt. Ihre Hände umklammerten die Griffe der Messer, über deren Stahlklingen hin und wieder der Schein des Feuers huschte. Noch warteten sie darauf, die Waffen einsetzen zu können. Sie würden die Befehle von ihrer Anführerin bekommen, die sich mit ihrer Geisel noch immer zwischen den beiden Wagen aufhielt. Jane und ich standen am Rand der Lichtung. Ich hatte den Kopf leicht nach rechts gedreht. Weil ich die Cavallio im Auge behalten wollte. Jane schaute auf die Lichtung. Dort standen die sechs Frauen, die sich als Hexen bezeichneten, dicht beisammen, und sie erlebten, was es hieß, Angst zu haben. Es war eine Szene, die mit der Ruhe vor dem Sturm zu vergleichen war. Und es gab jemanden, der sie voller Triumph beobachtete. Das war die Cavallio, die den Ausdruck des Triumphes auf ihrem Gesicht nicht verbergen konnte. Ihr Spiel würde bald anlaufen. Die Geisel war ihr sicher. Nur mit mir schien sie noch ihre Probleme zu haben. Sie nickte mir zu und sagte dann mit leicht zischender Stimme Ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht, John. Ich kenne dich. Wir haben schon zu lange und zu oft zusammen auf einer Seite gestanden. Da sind mir deine Reaktionen durchaus bekannt. Denken kannst du. Dir auch etwas vorstellen. Aber handeln werde ich. Das dachte ich mir. Gut, dann wirst du auch nichts dagegen haben, dass ich von dir verlange, dich selbst zu entwaffnen. Mist, dachte ich und ahnte, worauf sie hinaus wollte. Dennoch tat ich ahnungslos. Was meinst du damit? Wirf deine Waffe weg. Und dann? Wirf sie weg. Und wenn ich es nicht tue? Sie öffnete weit den Mund, damit ihr Gebiss zu sehen war. Wenn nicht, werde ich meine Zähne in den Hals dieser Hexe rammen und ihr Blut vor euren Augen trinken. Ich nickte. Verstanden. Aber das kümmert mich nicht, denn ich weiß, dass du das Blut sowieso trinken wirst. Damit kannst du mich nicht schocken. Und mich auch nicht, Justine, sagte Jane. Du musst uns die Waffen schon selbst abnehmen. Und ich bin gespannt, wie du dich fühlen wirst, wenn du Johns Kreuz in den Händen hältst. Die Cavallo wunderte sich. Ist euch das Leben dieser Frau nichts wert? Wollt ihr es nicht retten? Wir wissen um unsere Chance. Du kannst es versuchen. Los, saug ihr das Blut aus. Jane hatte ihr die Worte entgegengeschleudert, und sie tat noch mehr. Sie drehte sich zur Seite und ging weg, was die Cavallio wunderte. He, wo willst du hin? Zu den anderen Frauen. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Wie du weißt, stecken auch in mir noch Hexenkräfte. Also fühle ich mich bei ihnen wohl. Die Carvalho schwieg. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sich Jane so weit aus dem Fenster lehnen würde. Aufhalten konnte sie die Detektive nicht mehr, die bereits die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hatte. Bald wurde auch Jane Collins vom Widerschein des Feuers erfasst, sodass ich jede ihrer Aktionen verfolgen konnte. Im ersten Moment tat sie nichts, dann hob sie ihre Waffe an, zielte mit der Mündung auf den Kopf eines Halbvampirs. »Sieh her, Justine, das ist meine Antwort.« ich glaube nicht, dass deine Bluttrinker auch nur eine Hexe hängen werden. Ich würde sagen, dass du dieses Spiel verloren hast. Ich war überrascht, denn diese Aktion meiner Freundin hatte ich nicht erwartet. Jane hatte den Spieß umgedreht, jetzt befand sich Justine in der Defensive. Ich sagte ihr das auch. Sieht nicht gut für dich aus, Justine. Du hast dich hier übernommen. Gegen unsere Silberkugeln haben deine Freunde keine Chance. Meinst du? Bestimmt. Dann hast du dich geirrt. In den nächsten Sekunden präsentierte sie mir, was sie damit meinte. Und ich erlebte auch wieder, wie eiskalt und brutal sie war. Ihre Bewegungen waren mit den Augen kaum zu verfolgen, aber die galten Grace Golding. Bisher hatte sie die Finger ins Haar der Frau gekrallt, jetzt umfasste sie den Kopf. Es war nicht zu verfolgen, was genau geschah, aber ich sah das Ergebnis. Sie hatte die Hände gegen Grace Goldings Schläfen gepresst und den Kopf etwas nach links gedreht. Ihre Botschaft war eindeutig. Noch eine Bewegung oder ein dummes Wort, Jane, und ich breche deiner Hexenfreundin das Genick. So schnell konnte sich eine Situation verändern. Jane Collins und ich wussten, dass Justine Carvalho nicht blöffte. Sie kannte keine Gnade, wenn es um ihren Vorteil ging. Zwei, drei Sekunden ließ sie verstreichen, dann hallte ihre Stimme über die Lichtung. Ab jetzt tut jeder nur das, was ich will. Jede Eigeninitiative ist für meine Geisel hier tödlich. Ich hoffe mich klar genug ausgedrückt zu haben. Das gilt auch für dich, John. Ich habe verstanden. Dann lass endlich deine Waffe fallen. Ich zögerte noch, schaute in Grace Goldings Gesicht. Die Angst, die sie empfand, spiegelte sich darin wieder. Sie war eine Frau, die sich Hexe nannte. Sie gehörte nicht zum Kreis des Teufels, Sie und ihre Freundinnen waren den neuen Weg gegangen, ohne die alten Rituale außer Acht zu lassen. Doch jetzt mussten sie erleben, wie brutal die andere Seite war, und dass ihre Chancen gleich null waren. Weg mit deiner Waffe, Sinclair. Sie ließ ein Fauchen hören. Ich sage es nicht nochmal. Schon gut. Ich habe verstanden. Es ging nicht anders. Ich musste die Beretta loslassen. Es tat mir zwar in der Seele weh, aber ich wollte nicht, dass die Cavallo der Frau das Genick brach. Meine Pistole landete im Gras. Sehr gut, lobte die Cavallo. Und jetzt zu dir, Jane. Auch du wirst dich von deiner Waffe trennen. Ich will nicht, dass sie noch länger auf den Kopf eines Halbvampirs zielt. Zum ersten Mal meldete sich Grace Golding. Jane, bitte tu es. Tu mir den Gefallen. Sie bricht mir sonst das Genick. Das ist nicht nur so dahingesagt, das spüre ich. Sie hat recht, Jane. Die Detektive nickte. Okay, ich werde auch meine Pistole abgeben. Du hast gewonnen, Justine. Das werde ich immer. Ich konnte mir vorstellen, wie es in Janes Inneren aussah. Wir konnten beide nichts tun, denn wir wollten das Leben der Frau auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Ich überlegte trotzdem fieberhaft. Okay, ich besaß noch mein Kreuz. Es steckte griffbereit in der Tasche. Aber wenn ich es hervorholte, dann musste ich mich bewegen, und ich glaubte nicht daran, dass die Cavallio es zulassen würde. Es war besser, wenn ich so tat, als hätte ich aufgegeben. Beide Frauen kamen auf mich zu. Die Cavallio ging hinter Grace Golding. Und zwar so dicht, dass sie sich gegenseitig berührten. Sie schob die Frau praktisch vor sich her und hielt auch weiterhin ihre Hände gegen Grace Schläfen gedrückt. Mich sprach sie nicht an. Mich schien sie gar nicht zu sehen. Sie ging mit ihrer Geisel weiter. Ich hörte das schwere Stöhnen der Hexe, die nun eingesehen hatte, dass sie keine Chance mehr hatte. Dann hatten sie meine Höhe erreicht. Auch jetzt geschah nichts, und ich dachte schon daran, was ich tun würde, wenn sie mich passiert hatten. Genau das konnte ich mir abschminken. Die Cavallio löste eine Hand vom Kopf der Geisel. Es war die linke Schlaghand, und sie erwischte mich mit voller Wucht an der Stirn. Damit hatte ich nicht gerechnet. Was eigentlich dumm war, denn die Cavallio hatte immer einen Trumpf im Ärmel. Und ich musste wieder mal ihre immense Kraft erleben, denn es reichte ein Schlag aus, um mich ins Reich der Bewusstlosigkeit zu schicken. Ich merkte nicht einmal mehr, dass ich zusammenbrach. Wie gewonnen, so zerronnen. Nur daran konnte Jane Collins denken, als sie waffenlos neben den Halbvampiren stand und auch hatte erleben müssen, wie John Sinclair seine Beretta los wurde. Und dann wurde sie noch Zeuge, wie die Cavallo den Geisterjäger mit einem Schlag niederstreckte. Das war für sie kein Wunder, denn Jane kannte die Kraft dieser Blutsaugerin, die nicht mit denen der Menschen zu vergleichen war. Wie hatte sie auch nur annehmen können, das Steuer so leicht herumreißen zu können? Nein, das war verrückt gewesen. Justine hatte wieder die Kontrolle übernommen, und sie genoss es. Sie warf dem auf dem Boden liegenden Geisterjäger noch einen Blick zu. Für sie war er bereits Vergangenheit. Die Gegenwart waren Jane Collins, die Hexen und die Halbvampire, die der Cavallio hörig waren. Sie kam näher und näher. Es sah so aus, als wollte sie sich in den Reigen einreihen. Das tat sie nicht, denn sie ließ die Geisel los und gab ihr einen Stoß in den Rücken, so dass sie bis zu ihren Freundinnen stolperte und von denen gerade noch aufgefangen wurde. Justine lachte. Ja, sie lachte. Es war ein lautes, ein widerliches Gelächter, das in die Nacht hallte und sogar noch das Prasseln der Flammen übertönte. Sie musste ihre Freude einfach freien Lauf lassen. Die Hexen drängten sich eng zusammen, als sie das Gelächter hörten. Sie wollten sich gegenseitig Schutz geben. In ihren Gesichtern war der Ausdruck der Angst fast plastisch zu sehen. Das Gelächter stoppte. Justin Cavaglio stellte sich breitbeinig hin und nickte Jane zu. Willst du was sagen? Nein, oder willst du was hören? Du kannst mir sagen, dass ich besser bin als du und dein Freund Sinclair. Ein Schlag gegen die Stirn hat ausgereicht. Fast lächerlich, aber es stimmt. Er ist außer Gefecht gesetzt worden. Jane quälte sich eine Antwort ab. Sie musste einfach etwas sagen, obwohl sie nicht daran glaubte. Noch hast du nicht gewonnen, Justine. Noch nicht. Die Blutsaugerin reckte ihr Kinn vor. Dann ging sie auf Jane zu. Ach, meinst du das wirklich? Wer will mich denn stoppen? Du etwa? Oder Sinclair? Jane gab keine Antwort. Da hast du es. Wieder lachte die Cavaglio. Ich habe nicht damit gerechnet, euch beide so schnell loszuwerden, oder wie leicht es ist, euch zu besiegen. Aber ich kann dir sagen, dass ich mein Versprechen einhalten werde. Ich könnte John den Hals brechen, ich könnte ihn mit meinen Fäusten zerschlagen, aber das will ich nicht. Ich will sein Blut, und das werde ich bekommen. Sie tippte Jane mit ihrem linken Zeigefinger gegen die Brust. Auch dein Blut werde ich trinken, und es wird mir besonders gut schmecken. Danach, wenn ihr wieder erwacht, werden wir das perfekte Trio sein. Aber zuvor muss ich meinen Freunden noch das geben, wonach sie schon so lange gieren: Das Blut der Hexen. Das wird ihnen nicht bekommen. Hexenblut finden Vampire widerlich. Das müsstest du doch wissen. Stimmt. Aber diese hier, die so ängstlich zusammenstehen, sind keine Hexen, die dem Teufel dienen. Sie haben mit den Mächten der Finsternis nichts zu tun. Und deshalb wird ihr Blut meinen Freunden munden. Jane schwieg, sie konnte nichts mehr sagen. Innerlich musste sie sich eingestehen, dass die cavallo gewonnen hatte. Das hätte sie sich auch denken können, denn die Blutsaugerin hatte zu lange auf ihrer Seite gestanden. Sie trat wieder zurück, weil sie einen besseren Überblick haben wollte. Durch ihr Nicken deutete sie ihre Zufriedenheit an. Dann lächelte sie. Jane, die in der Nähe stand, sah dieses Lächeln. Sie hätte der Blutsaugerin am liebsten die Faust ins Gesicht geschlagen. Das war aber nur ein kurzer Gedanke. Sie traute sich nicht, ihn in die Tat umzusetzen. Die Cavallo nahm sich Zeit und kümmerte sich um die Frauen. Sie standen dicht beieinander und wurden von den Halbvampiren bewacht, so dass sie keine Fluchtchance hatten. Hexen flüsterte die Cavallo. Ihr glaubt wirklich Hexen zu sein? Dass ich nicht lache. Ihr seid keine Hexen. Ihr seid etwas ganz anderes für uns. Sie breitete lässig die Arme aus. Opfer. Ihr seid Opfer und zugleich Nahrung. Euer Blut wird meine Freunde sättigen und stärken. Den Plan habe ich mir ausgedacht, und den ziehe ich auch durch. Während der Worte war sie vor der Gruppe auf und ab gegangen. Urplötzlich änderte sie die Richtung, ging rückwärts und hielt neben Jane Collins an. Sie sah deren Blick und warnte. Was immer dir durch den Kopf geht, Jane, denk nicht mal daran. Du bist nicht besser als ich und deshalb würde ich Ich will nichts hören, fuhr Jane sie an. Verdammt noch mal, es kotzt mich an. Die Wahrheit ist oft schlimm. Ja, aber du hast noch lange nicht gewonnen. Meinst du? Justine schüttelte den Kopf. Ist das nicht das Pfeifen im Keller? Sie winkte ab. Egal, du hast die Chance, zuzuschauen, wie ich meine Zeichen setze. Die Hexen haben lange genug gewartet, und meine Freunde auch. Ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Sie trat einen Schritt zur Seite und nickte ihren Vertrauten zu. Es ist soweit. Packt sie euch, trinkt sie leer und hängt sie danach auf. Die Halbvampire handelten sofort. Wer sein Messer zwischendurch weggesteckt hatte, holte es wieder hervor. Und dann hatten sie nur noch ein Ziel. Ich war da und trotzdem weg. Ich befand mich auch nicht in einem tiefen Traum. Ich fühlte mich in einem Zustand zwischen Wachsein, Schweben und noch immer in einer lichtlosen Tiefe liegend. Dafür nahm ich Gerüche wahr. Sie waren mir im Moment fremd, sie kitzelten meine Nase. Es roch nach Erde, nach etwas anderem ebenfalls, was ich nicht definieren konnte. Ich konnte wieder denken, und ich sammelte meine Gedanken, um sie auf einen Punkt zu bringen. Dabei wollte ich meinen Willen aktivieren, was mir im Moment nicht möglich war, denn irgendeine andere Kraft zog mich wieder zurück. Ich konnte nicht wach werden, jedenfalls nicht richtig. Ich spürte plötzlich meinen Kopf wieder, aber zugleich auch die Schmerzen, die mich malträtierten. Sie sorgten dafür, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Ich versuchte mich krampfhaft zu erinnern. Ich wusste genau, dass etwas passiert war, aber meine Gedanken trieben weg, wie von einem schnellen Strom mit sich gerissen. Alles war anders geworden. Ich fühlte mich nicht mehr als Mensch, nur noch als Gegenstand. Und trotzdem fand ich die Kraft, mich zu bewegen. Und mir gelang sogar das kleine Wunder, die Augen zu öffnen, wobei ich feststellte, dass ich auf dem Rücken lag und der Boden unter mir recht weich war. Mein Blick fiel nach oben. Ich sah den Himmel. Er war dunkel. Etwas bewegte sich in der Nähe und flackerte. Es vergingen mehrere Sekunden, bis ich wusste, dass es nicht der Himmel war, der flackerte, sondern der Widerschein eines Feuers. Mein Gehör funktionierte noch, denn ich hörte Stimmen. Was gesagt wurde, verstand ich nicht, aber die Stimmen hatten meine Neugierde entfacht. Ich wollte wissen, wer da sprach, und versuchte mich ein wenig aufzurichten. Dabei hielt ich die Arme angewinkelt und stützte mich mit den Ellenbogen ab. Ich riss dabei die Augen auf, sah für einen Moment die Flammen und auch die Gestalten in der Nähe, dann war es wieder mit mir vorbei. Ich kippte zurück auf den Rücken und blieb liegen, ohne etwas von meiner Umgebung mitzubekommen. Jane spürte die Hitze, die in ihrer Kehle hochstieg. Sie breitete sich auch weiter aus und wurde zu einem Druck, der ihre Augen erfasste und für erste Tränen sorgte. Das war schlimm für sie. Es war die große Niederlage. Und nicht allein für sie, denn wenn sie den Kopf nach rechts drehte, dann sah sie John Sinclair leblos am Boden liegen. Sie beide hatten keine Chance mehr. Justine hatte sie ausgeschaltet, außer Gefecht gesetzt. Und wenn sich die Halbvampire gelabt hatten, waren John und sie an der Reihe. Die Cavallio hatte ihren Getreuen freie Bahn gelassen. Jeder hielt ein Messer in der Hand, und sie hatten jetzt einen Kreis um die Hexen gebildet, sodass die Frauen keine Chance hatten, ihnen zu entkommen. Die Hexen litten unter ihrer Angst. Sie standen noch dicht beisammen, aber sie bewegten hektisch die Köpfe und suchten nach einem Ausweg, während die Bluttrinker immer näher kamen. Schon jetzt zuckten die Messer vor, wurden aber immer wieder zurückgezogen, weil es nur Scheinangriffe waren. Lachen begleitete die Finden. Auch die Carvalho hatte ihren Spaß. Mit ihrem Kommentar wandte sie sich an Jane. Ist es nicht ein herrliches Bild des Sieges? Ich weide mich an ihre Angst. Wahrscheinlich denken sie darüber nach, was schlimmer ist, Blut zu verlieren oder aufgehängt zu werden. Hängt sie höher, kann ich dazu nur sagen. Du bist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben begegnet ist, flüsterte Jane. Ich wünsche mir, dass du in der Hölle schmorst und ich dir irgendwann den Kopf abschlagen kann. He, was ist das denn? Wie sprichst du mit deiner ehemaligen Mitbewohnerin? Diese Zeiten sind vorbei. Das stimmt, sie sind vorbei. Und sie werden auch nicht zurückkehren, nicht in dieser Form. Aber du, Sinclair und ich werden trotzdem zusammenbleiben, denn in dieser Nacht werde ich den Anfang machen, das ist sicher. Der erste Treffer, der erste Schrei. Einer der Halbvampire hatte mit seiner Klinge zugestoßen und eine Hexe an der Schulter getroffen. Die Kleidung war zerschnitten worden, und die Haut hatte der Klinge ebenfalls keinen Widerstand leisten können. Eine klaffende Wunde war entstanden, aus der das dunkle Blut quoll. Der Halbvampir jubelte auf, ging noch einen Schritt vor und packte zu. Die Frau taumelte in seine Arme und musste einen zweiten Stich nahe der Brust hinnehmen. Da brach sie zusammen und wurde von dem Halbvampir festgehalten wie ein Schatz. Auch die anderen griffen jetzt an. Die Hexen waren durch den ersten Angriff gewarnt, sie versuchten sich zurückzuziehen, was sie nicht schafften. Messer wurden geschwungen, der kalte Stahl blitzte auf. Die Cavallio hatte gewonnen. Das mußte auch Jane zugeben, die plötzlich so etwas wie einen Hitzestoß in sich spürte, als wollte ihr jemand eine Nachricht zukommen lassen. Zugleich erklang ein Brausen auf, als würde ein Sturmwind durch die Luft fegen. Es war kein Wind, aber es kam jemand. Selbst die Cavallio zeigte sich überrascht. Als sie die Frau mit den roten Haaren wie aus dem Nichts auftauchen sah. Eine echte Hexe war gekommen. Asunga. Auch Jane war nichts entgangen. Sie hatte jedes Detail mitbekommen. Nur konnte sie kaum glauben, was sie mit eigenen Augen sah. Ja, sie war es. Asunga, die Königin der Hexen. Eine Person, die Vampire hasste. Und das wusste auch die Cavallio. Denn beide waren schon aneinander geraten und wussten, was sie voneinander zu halten hatten, denn zwischen ihnen herrschte tiefe Feindschaft. Asunga trug ihren langen Mantel mit dem gelben Innenfutter. Ihr Haar leuchtete in einem dunklen Rot. Durch das Feuer huschten noch einige Reflexe über das Haar, so dass es aussah, als würde es leben. Asunga war erschienen, aber sie kümmerte sich nicht um die Cavallio, sondern ging zu denen, die in Lebensgefahr schwebten. Auch die Halbvampire wussten, dass sich etwas verändert hatte. Als hätten sie einen gemeinsamen Befehl erhalten, ließen sie von den Frauen ab, um sich der neuen Gefahr zu stellen. Asunga ließ ihnen keine Zeit, sich etwas einfallen zu lassen, denn sie ging sie direkt an und sie bewies, welche Macht in ihr steckte. Sie setzte nicht mal ihre Hände ein, sie breitete nur die Arme aus und streckte die Hände vor, wobei sie die Finger spreizte. Dann erlebten die Halbvampire, wozu diese Person fähig war, und selbst die Cavallio war überrascht. Zwei ihrer Diener wurden plötzlich um die eigene Achse gewirbelt und verloren im nächsten Augenblick den Boden unter den Füßen. Sie schrien vor Schreck auf, aber Sekunden später schrien sie vor Schmerz, denn da landeten sie im Feuer und fachten seine Flammen an. Wie lange, gierige Arme glitten sie zuckend in die Höhe. Sie vernichteten das, was ins Feuer geworfen worden war. Jeder, der es wollte, konnte sehen, wie die beiden Körper verglühten. Und die Nächsten folgten. Asunga setzte ihre gesamte Kraft ein, um die Halbvampire von den Frauen wegzuholen. Vier waren es noch, die sich wie vom Sturmwind erfasst fühlen mussten und zu Boden geschleudert wurden. Sie selbst brachten nichts mehr fertig. Sie mussten sich den anderen Kräften ergeben. Asunga beherrschte alles. Justine tat nichts. Sie stand da, sie schaute zu. Aber ihre Gefühle spiegelten sich in ihren Zügen wieder, denn das so glatte und faltenlose Puppengesicht hatte sich verzogen. Der Mund bildete eine krumme Öffnung, die Zähne blitzten aus dem Oberkiefer hervor, aber sie hütete sich davor, Asunga anzugreifen. Die sorgte für einen Abschluss, denn die vier Halbvampire standen weiterhin unter ihrer Kontrolle. Noch rollten sie über den Boden dann riss die Kraft sie auf die Füße. Sie hätten jetzt wegrennen können, doch das war nicht möglich, denn Asunga hatte anderes mit ihnen vor. Mit dem Rücken standen sie zum Feuer, und die Flammen blieben auch dort, nur stolperten die Bluttrinker jetzt darauf zu. Sie schrien, ihre Schreie wurden lauter, je näher sie dem Feuer kamen, und je intensiver sie die Hitze spürten. Sekunden später traten sie in die Flammen hinein, die regelrecht aufgleisten, weil sie neue Nahrung erhalten hatten. Keiner der Halbvampire fiel zu Boden, sie blieben in den Flammen stehen wie die berühmten Salzsäulen. Und so wurden die Hexe und auch Jane Collins Zeuginnen wie die letzten Gestalten vergingen. Sie glühten auf, als bestünden sie aus Metall, das bis zum Schmelzen erhitzt worden war. Dann fielen sie in sich zusammen. Es war nicht einmal mehr zu erkennen, ob Asche zurückblieb. Das Feuer, durch die Macht der Asunga in eine heiße Hölle verwandelt, hatte sie vernichtet. Nicht Justine Carvalho war die Siegerin, sondern Asunga. Jane Collins hatte alles mit eigenen Augen gesehen. Eine perfektere Zeugin gab es nicht, doch auch sie konnte es kaum fassen, was hier abgelaufen war. Für sie war es ein kleines Wunder, aber Wunder ließen sich in der Regel erklären, und das war auch hier nicht anders. Allmählich kam sie wieder zu sich. Es gab nur noch die Frauen, keine Halbvampire mehr. Jane wurde bewusst, dass sie überlebt hatte und auch überleben würde, denn Asunga würde sie beschützen. Aber die Schattenhexe kümmerte sich nicht um sie. Die Cavallo war ihr wichtiger, die etwas abseits stand und sich nicht angriffslustig zeigte. Sie schien abzuwarten, aber sie sah aus, als stünde sie auf dem Sprung, um die Flucht zu ergreifen. Asunga sprach sie an. Ich habe es erst im letzten Moment gemerkt, was du vorgehabt hast. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammentreffen, aber ich möchte dich warnen. Lass es nicht zu weit kommen. Du kannst tun, was du willst, nur will ich, dass du meine Dienerinnen in Ruhe lässt. Ich wusste nicht, dass sie... Hör auf. Keine Ausreden. Deine verfluchten Helfer wollen Blut. Das sollen sie sich meinetwegen überall holen, aber nicht bei meinen Getreuen. Solltest du noch einmal den Versuch starten, werde ich dich jagen und vernichten. Auch du musst gewisse Spielregeln einhalten, denn unbesiegbar bist du nicht. Das waren nicht eben Schmeicheleien, die Asunga ihr an den Kopf geworfen hatte, und Jane Collins war gespannt, wie die Blutsaugerin darauf reagieren würde. Sie sagte nichts, sie bewegte sich auch nicht, zumindest nicht in den ersten Sekunden. Sie stand da, sie starrte nach vorn dann wieder zu Boden und nickte plötzlich. Was soll das? Es ist gut, Assunga. Du hast gewonnen. Sagst du das nur so oder meinst du es wirklich? Nein, nein, du hast gewonnen. Sie lachte, und das klang alles andere als echt. Genau das schien Assunga zu stören. Sie ging auf die Blutsaugerin zu. Was hältst du davon, wenn ich dich mitnehme? Mit in meine Welt, in das Reich der Hexen? Ja, tu es, dachte Jane, nimm diese verfluchte Best ja einfach mit. Justine Carvalho merkte, dass es ernst wurde. Über ihre Lippen zischten die Worte. Ob es Flüche waren, stand nicht fest, aber sie wollte auf keinen Fall mit. Sie schrie auf, und dann fuhr sie herum. Noch in der Drehung sprang sie hoch. Man hätte annehmen können, dass sie wegfliegen wollte, was nicht geschah, denn sie kehrte zum Boden zurück, und dann rannte sie. Ja, sie rannte weg. Und Jane Collins konnte es nicht glauben. Die Cavallio gab Fersengeld. So etwas hatte die Detektivin noch nie gesehen, und das würde sie auch niemals vergessen. Die Cavallio rannte auf den Wald zu und tauchte in ihm unter, als wären alle Geister der Hölle hinter ihr her, um sie zu vernichten. Und dann war sie nicht mehr zu sehen, was Jane erst Sekunden später klar wurde. Sie wischte über ihre Augen und drehte sich um, sodass sie Asunga anschauen konnte. Hättest du sie vernichten können? Wahrscheinlich. Und warum hast du es nicht getan? Ich wollte die retten, die sich auf den neuen Weg begeben haben, die eine bessere Erde wollen. Das ist mir gelungen. Aber Justine Carvalho weiß Bescheid. Sie wird sich genau überlegen, ob sie mir noch einmal in die Quere kommt. Ja, das denke ich auch. Asunga, die Schattenhexe, lächelte. Geh zu deinem Freund. Er kommt gerade wieder zu sich. Und was machst du? Sei nicht so neugierig, Jane, oder soll ich dich als Hexenfreundin bezeichnen? Ich weiß es nicht, aber vergiss nie, was noch in dir steckt, und auch, dass es bei den Hexen Unterschiede gibt. Ja, das weiß ich wohl. Jane lächelte. Und nochmal, danke, Asunga. Vergiss es. Sie drehte sich um und ging, was auch Jane tat, nur in eine andere Richtung. Ich saß auf dem Boden und musste noch von Jane Collins gestützt werden. In meinem Kopf bewegten sich mehrere Brummkreise. Ich verspürte einen irren Durst, konnte aber wieder sehen, sah die Reste des Feuers und begriff erst jetzt, dass ich gerettet war, ohne dass Jane oder ich etwas dazu beigetragen hatten. Sie hatte mir den Rest in Stichworten mitgeteilt, und ich war irgendwie leer, denn ich fühlte mich nicht in der Lage, einen Kommentar abzugeben. Nimm wenigstens eines hin, John. Was meinst du? Dass auch für eine Justine Carvalho die Bäume nicht in den Himmel wachsen und es für sie ebenfalls Grenzen gibt. Ich musste leise lachen. In den Himmel bestimmt nicht, Jane. Die gehört eher in die Hölle. Und wir werden dafür sorgen, dass es eines Tages auch wahr wird. Das hoffe ich innig, eh Geisterjäger.